So, Freunde, Shisha-Messe, 10 Jahre Jubiläum 2023. Wir gehen rein, wir gucken uns alles an und wir zeigen euch, was es Neues zu sehen gibt. Wir gehen erstmal zu Onmo. Komm, wir gehen erstmal zu den Onmo-Jungs, die sind hier an der Seite. Und dann, finally, nach einem Jahr warten, das letzte Jahr auf der Messe präsentiert, der schwarze Onmo. Und endlich ist er da. Also nicht nur hier, sondern auch endlich zu kaufen. Sehr, sehr gut. Und es gibt süße kleine Onmo-Schlüsselanhänger. Cute, oder? Dann brauchst du nur noch eine 5er Kohle statt eine 26er Kohle und dann kannst du unterwegs ein Miniköpfchen machen. Dankeschön. So, wir gehen rüber zu Mose. Bei Mose ist auf jeden Fall schon richtig gut voll. Mose stand noch mal größer geworden. Oh, guck mal, hier liegt sogar die Flashbang in dem Koffer aus. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Haben ja einige Leute gedacht, dass die dann auch so kommt. Aber ich sage euch eins, wenn die so gekommen wäre, dann wäre die halt noch mal irgendwie 20 Euro teurer oder so. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass sie nicht so gekommen ist. Weil lieber nochmal ein 20... Oha! Hast du gesehen, Basti? Wie wild ist das denn? Dauerblow-off oder was? Geil. Das ist eine sehr geile Idee für einen Stand. Holy shit. Hier haben wir sie aufgebaut, in ihrer vollen Pracht. Einmal mit einer Standard-Bowl. Und dann haben wir sie hier nochmal unter einer Drop-Mini. Kommt auch cool. Und hier hinten noch unter einer, ich sag mal, standardmäßig geformten Bowl. Auch sehr, sehr cool. Hinten dran haben wir die Future, die kennen wir ja auch schon. Flashbang bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dann sagt, wenn ihr die Pfeife mal testen konntet. Ich muss mir eigentlich mal kurz den Moritz suchen. Ich suche mal den Moritz. So, wir sind hier mit dem lieben Moritz von wie vielen Marken? Mose und Emotion. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Onmo dabei. Willst du nichts über deine neue Marke erzählen? Also ist noch eine Marke bei euch mit dabei? Ja, Case ist auch noch hinten mit am Stand. Und deine neue Marke? Oder ist nur Shisha-Business? Ach so, ich wundere mich hier gerade, auf was du hinaus willst. Ach so, er dachte schon so, woher weiß er das? Das sollte noch Leak, wieso was nein, kommt? Nein. Ja, wir haben noch so eine Hundemarke, aber das lassen wir jetzt mal raus, oder? Na gut, wenn du willst. Ich finde die süß und ich mag auch deinen Hund. Gut, wie hast du überhaupt gleichzeitig kurz nach der Future die Breeze Pro und die Flashbang rausgebracht? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst warst du? Sehr. Das Ding auf einer Skala von 1 bis 10, sehr. Es war nicht so geplant, dass es alles gleichzeitig kommt. Es war eigentlich ein bisschen verzögert geplant, die Produktion. Es waren verschiedene Produktionen und die eine hatte Verzug und dadurch rutschte das immer mehr aneinander. Und entsprechend haben wir jetzt relativ zeitnah beieinander drei Modelle, die aber trotzdem alle sehr schön geworden sind, würde ich sagen. Ich finde auch. Und ich glaube, die Leute finden auch. Ihr habt 15% auf alles Messeangebote, sowohl hier als auch online? Online haben wir 15% auf alles, bis auf die neuen Modelle, muss man sagen. Ja, das macht heißt, ja die drei neuen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber hier vor Ort haben wir einmal diese Preislisten. Wir haben zum Beispiel 20% auf Caesar. Oh. Dann haben wir Breeze 2 für 120 Euro. Noir für 70 Euro. Dann ist dir eigentlich bewusst, dass wir einen Shisha-Cast-Code hatten, der ja, gegriffen hat? Ja. Und ihr dann selbst noch einen Rabatt gegeben habt? Ja, aus Versehen. Und dann Leute für wie viel? 20 Euro eine neue Noir? 30 Euro! Das wurde aber. Geplant, ne? Ja. Nein, das war nicht geplant und es wurde auch deaktiviert nach einem Tag. Und wie viele Leute haben eine Noir für 30 Euro gezogen? 50? Mann. Blöder Verlust, aber war gut. Ein doofer Tag, ja? War mein Fehler. Und von ich sag mal so, die Leute haben sich bestimmt gefreut. Die Leute haben sich mit Sicherheit gefreut, ich denke gut. Auch. Gut, was sind deine drei Lieblingssachen, die du uns an deinem Stand zeigen möchtest? Ich würde sagen, wir haben drei neue Modelle und ich würde sagen, das sind auch die drei Lieblingssachen. Okay. Aber wir haben auch einen neuen Kopf, den man hier... Ja, aber der ist ja auf den Pfeifen, da zählt dazu. Ja, zählt dazu, super. Ja. Dann würde ich sagen, wir zeigen jetzt einfach mal erstmal die Future, wo wir hier stehen. Das Ding ist... Ich würde am liebsten mit dir eigentlich über die Flashbang reden, weil über die Future gibt es ein Video, über die Breeze Pro gibt es ein Video. Ja, dann gehen wir zur Flashbang. Ja, die Flashbang, lieber Moritz. Wie zum Teufel bist du auf diese wilde, aber geile Idee gekommen? Ich hatte Corona, war zu Hause, 10 Tage Langeweile und dann ist genau das hier entstanden. Also hast du die komplette Pfeife dir in den 10 Tagen ausgedacht oder was? Ja. Genau. Hast du zu viel Counter-Strike gespielt? Ich habe gar kein Counter-Strike gespielt. Ich fand einfach, dass wir irgendwas Spezielles mal machen können. Und das ist dann entsprechend dabei rausgekommen. 4 Farben. Und ich denke, alle davon sind schön geworden.
Und ich denke, die Jungs waren gestern, schon bevor die Messe überhaupt aufgehört, für über 1000 Euro bei dir einkaufen wurde. Ja, also gestern auch andere Mitarbeiter hier von den Ständen. Ich glaube, wir haben gestern schon 20 Flashbacks verkauft. Also kommt hervorragend an, oder? Ja, also auch online extrem viele Nachfragen zu dem Produkt. Und das hatten wir, ich glaube, seit der Breeze 2 nicht mehr in diesem Umfang, was wir jetzt aktuell erleben da. Und ich hoffe, dass unsere Server heute Abend das Stand hat. Heute Abend kommt sie online? Presale, ja. Also dadurch, dass wir alle auf der Messe sind und erstmal zurückkommen müssen, wird erst ab dem 4.5., das heißt, ich glaube, es ist der Donnerstag, ab dann verschickt. Man kann die bei uns online mit dem Code SWG bestellen. Kannst du das nochmal sagen? Alle sollten unbedingt Code SWG benutzen. Dann wird das jetzt überall, dann wird das jetzt in jedes Video reingeschnitten. Benutzt bitte den Code SWG, um den Marvin zu supporten. Ich habe den Mann nicht dazu gezwungen, das zu sagen. Wie viele Teile sind das jetzt insgesamt? Also das Sleeve alleine besteht aus, ich glaube, 13 Teilen. Das Ganze kommt aber zusammengebaut, das ist ganz, ganz easy. Und das Ganze muss auch nicht irgendwie auseinandergebaut werden. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Hat einen magnetischen Schlauchanschluss, Diffusor wie gewohnt in beide Richtungen verschraubbar. Den Teller finde ich auch sehr, sehr schön geworden. Warum hat er hier eigentlich so ein, ist denn das, ach so, der ist festgemacht, ja, okay. Vorhin hing ich schon einer und hat an der Flashback gezogen. Ey, ich bin absolut begeistert, was ihr alles rausgebracht habt, ne? Die Future ist vom Rauchverhalten gerade mein Nonplusultra. Die Flashback ist von der Optik her gerade mein Nonplusultra. Die Breeze Pro mit dem Kühlungsfeature, gerade wenn du mal einen Kopf Must-Have pur raus und du mal irgendwie doch mal 10 Minuten weg musst, dann ist das einfach ein Lebensretter. Also Respekt. Freut mich extrem zu hören, muss ich sagen. Ich glaube, wirklich saugut ins Jahr 2023 reingestartet. Dann fehlt jetzt nur noch eins. Viele Einkäufe. Ja. Ja. Ich hoffe. Go Shisha-Szene. Go. Go. Alle bestellen. Und was nicht vergessen? Code SWG. Willkommen bei der Dauerwerbesendung Shisha-Messe. Hallo. Nein, aber wirklich geiles Ding. Moritz, danke fürs Rumzeigen. Benutzt bitte den Code SWG, um den Marvin zu supporten. Zum Glück funktionieren die Pfeifen besser als das Feature. Das funktioniert ja jetzt. Ja, es sieht schon wirklich killer aus. Was sagen Sie zu der neuen Emotion-Pfeife? Moin Meister! Hallo! What's your favorite thing about the Mose Booth? Oh, it's very, very difficult to say something. One thing that I like, because to be honest, I never tried before Future. And also Breeze Pro, so it's my first time. For both? Yeah, for both. So the experience is very, very good. So, and to put you on the spot, which one do you like better? Are you a Breeze guy or are you a Future guy? I'm a Breeze guy, probably. Yeah, I got it. What do you say about the new Flashbang? Insane. Because, you know, I love Counter-Strike, so... tells much about the game that I love, so it's perfect. I think for everybody who loves Counter-Strike, Flashbang is amazing. Yeah, it's a perfect match, so you can put your Flashbang on the table. I even have a CSGO windscreen. That's perfect. And so now I can smoke the Flashbang, play Counter-Strike, and put the CSGO windscreen. Yeah, we need to play together, right? Yeah. But ping is gonna be shitty. Yeah, but it's okay. We can, like, for you? A mix between the Germans and one Brazilian guy. Gabriel, thank you. Thank you, buddy. And see you on Monday for German dinner, right? Yeah, for sure. Am Montag gehe ich mit Gabriel. Ich habe ihm ein paar Restaurants empfohlen. Und am Montag gehen wir richtig Frankfurter gute Küche essen. Das wird was. Love you, Basti. How do we say? Moin, Meister. Nice. Thanks. Und für mich dieses Jahr natürlich der wichtigste Stand ist der hinter mir, unser eigener, der SWG-Messestand. Es ist immer noch absolut surreal, dass das Realität geworden ist. Aber wir haben dieses Jahr unseren eigenen Stand. Und da gerade die Messe aufmacht, setzen sich auch schon die ersten Leute hin. Und bevor wir das Messevideo weitermachen, will ich erst noch kurz bei der Standeröffnung dabei sein. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass da alles richtig läuft und dass dann Basti und ich beruhigt das Messevideo weiterdrehen können. Aber erstmal gucken. So, die ersten Kunden wurden bedient. Die sitzen da hinten und rauchen fleißig Pfeife. Ja, aus dem Kaviar in Prag, wo Basti und ich letztens noch Pfeife rauchen waren. Da haben wir als erstes hier unsere Nachbarn.
aus Großbritannien mit sehr fancy Pfeifen. Hey, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die klassische Telefon-Booth. Auf jeden Fall sehr fancy Pfeifen. Smoke-Connoisseur. Unten steht noch eine Noob, auch interessant. Ich habe die Pfeifen noch nicht geraucht, also zum Rauchverhalten kann ich nicht wirklich was sagen. Sieht aber auf jeden Fall schön interessant aus. Werden wir aber bestimmt nachher nochmal in Ruhe probieren. Dann haben wir als nächstes Ethnatherm. Die machen Öfen für die Messe oder generell für den Barbetrieb und Co. Sehen auch sehr, sehr fancy aus. Da sieht man die Brennkammer mit Verriegelung, Öffnung. Da geht er rein. Wie lange brauchen die, bis die an sind, die Kohlen? 5 bis 7 Minuten. 5 bis 7 Minuten. Und wie viel kriegt man rein? Hier so ein Ding? Ein ganzes Kilo. Okay, also ein Kilo in 5 bis 10 Minuten. Danke. Und dann kommen wir schon zum nächsten Stand. Und das ist Squeezy. Der Maxi, ein alter Bekannter. Fleißig hier schon am Rumprobieren. Hallo Max. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Du hast neue Sorten. Lychee, Black Mint und Big Red zusammen mit Nameless. Wild. Big Red ist was? Gerochen. Kaugummi-Zimt. Du hast sie mir schon zugeschickt, du Dummkopf. Ja, aber du hast es noch nicht aufgemacht und gerochen, ha? Nein. Ja, ist wild. Ja, ich mag Kaugummi-Zimt. Früher sehr, sehr gerne geraucht, in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber vielleicht kann das Squeezy ja wieder ändern. Das ist die erste Sorte mit Zuckerrohrmelasse. Sieht die dann auch anders aus? Bisschen dunkler. Also weil die ja so schwärzlich, bräunlich ist, die Zuckerrohrmelasse. Aber es ist natürlich wieder ein bisschen Farbe drin. Magst du uns mal ein bisschen was in den Kopf da machen? So, ihr habt die Kitty Treasure-Köpfe. Und dann gucken wir uns mal an. Oh, Interessant. Aber Squeezy mit 3 neuen Sorten. Bis später. Dann haben wir Vape, da wollen wir nicht hin. Wir sind nicht die Vape-WG, wir sind die Shisha-WG. Deswegen laufen wir einfach ganz gekonnt an jedem Vape-Stand heute vorbei. Aber dann, oh, interessanter nächster Stand kommt jetzt auf der Seite. Und zwar Bengala, die Spanier. Ich glaube, zum ersten Mal auf der deutschen Messe dabei. In Spanien aber schon sehr, sehr bekannt. Und vor allem für die Köpfe bekannt. Zum Beispiel Holzer hat auch die Kooperationsköpfe mit denen zusammen gemacht. Das hier zum Beispiel ist einer von denen. Das ist auch in dem DMNT. Design, also DMNT, einfach auf Spanisch ausgesprochen. Das Problem mit den spanischen Köpfen, was ich persönlich habe, ist, die sind meistens nicht so geil für ein HMD. Die haben jetzt auch ein paar Köpfe, die gut sind für ein HMD, aber ich sag mal, das sind eher so die neuesten. In Spanien wird halt weniger mit HMD geraucht und mehr mit Alufolie und Apple on top. Das ist eigentlich so das Setup in Spanien. Und dafür sind die Köpfe auch sehr, sehr gut. Wie wir hier bei den ganzen Köpfen schon sehen, sind die eher ein bisschen schmaler, ne? Also kriegt man relativ schwierigen HMD drauf. Aber wie wir auch da sehen, die haben jetzt auch die ersten Köpfe, die mit HMD funktionieren. Aber rechts nebendran sieht man auch noch die Apple on top Setups. Das ist, wie die Spanier eigentlich die meiste Zeit rauchen. Aber der Farbverlauf von der Pfeife ist ja sick, oder? Und der Teller ist auch krass. Also vom Style her, sehr geile Pfeife. Okay, die ist leider noch nicht an. Geschmack kommt aber schon ein bisschen durch. Aber holy shit, die Farbverläufe von den Pfeifen finde ich krass. Wir gucken weiter, aber Bengala ist am Start mit DMNET und den passenden Köpfen auch noch dazu. Oh, links auch wichtig. Da haben wir Team Vandenberg. Na, was habt ihr denn Schönes für uns? Wir haben einmal den FFM-Tabak von Babos und nebendran einmal den Babos-Tabak von Babos. Den Babos-Tabak habe ich ja ein paar Tage nicht mehr geraucht. Darf ich ja? Letztes Jahr hat der Michael gesagt, der V4 wird ein Meerloch. Und dann der V4. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn mit dem 3? Also es gibt es keine, ne? Also V1 und V2 nach wie vor. Okay. Das ist auf jeden Fall der beste Kopf, den ich bis jetzt hatte. Weil vor allem ist der an. Ja, gibt es neue Sorten? Gibt es irgendwas, was wir wissen müssen? Bei Kismet wird sehr viel getan zurzeit, ja. Aber Kismet hat ja noch einen extra Stand, ne? Okay. Dann lassen wir uns da gleich alles über Kismet erzählen. Wir gehen mal zu Stimulation. Die sind nämlich auch direkt hier. Aber Stimulation können wir natürlich noch mal kurz gucken, wie die Jungs und Mädels hier die wunderschöne Ultimate präsentieren. Hallo! Na? Hi! Ihr habt die Ultimate, ja? Ja. Hier und da nochmal. Weil dann würde ich nämlich mir mal alle Colorways angucken. Weil das Orange habe ich beim Daniel gesehen, aber ich habe es noch nicht in echt gesehen. Wie viele Farben gibt's? Also es gibt das Orangene, dann die Farben Weiß-Schwarz, wie beim letzten. Dann noch hier Gold, Silber, dann Blau, auch so glänzend und... Das Blau finde ich ja geisteskrank, ne? Ich hätte vorher gedacht, dass das Orange mein Favorit wird, aber ich glaube, das Blau ist jetzt mein Favorit. Das sieht ultra nice aus. Was sagst du, Basti? Wunderschön. Wunderschön.
Also die Farben sind Killer. Ich bin sehr happy mit den neuen Farben. Gibt es denn sonst was, was wir uns unbedingt noch auf dem Simulation-Stand angucken müssen? Also ich weiß, ich glaube, die anderen Modelle kennst du ja wahrscheinlich alle schon. Deswegen nach wie vor ist die Ultimate das Neueste, aber alles mal wieder rauchbar zum Testen. Ne? Dass man sich mal wieder vor Augen führt, okay, was sind so die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Ja, aber sonst natürlich hier unser Prachtstück. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Leute sagen, weil ich glaube, da werden einige Testen kommen wollen. Wobei, die kann man ja auch bei uns rauchen. Also komm vorbei, F01. Okay, dankeschön. Und zwar ist hier Kismet als nächstes am Start. Und da wurde uns gesagt, dass Kismet wohl coole neue Sorten haben soll. Und da haben wir auch noch den Chris. Testest du gerade schon eine neue Sorte, Chris? Ja. Hallo erstmal. Hallo. Welche Sorte testest du denn? Erdbeer-Vanille. Und wie ist Erdbeer-Vanille? Sehr gut. Willst du probieren? Sehr gerne. Was haben wir hier Leckeres? So eine Erdbeere, fruchtig, leicht herb, wie man es von Kismet kennt. Und mit einer Vanillennote auch noch. Ich bin gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt nach einem Flavor, der nichts für mich ist, leider. Weil ich bei so cremigen Sachen sehr schwierig bin, aber... Ja, krass. Und ist auch nicht so cremig. Ja, ist wirklich ein es erinnert an die Campino-Bonbons, würde ich sogar sagen. Ich würde gar nicht so speziell die Vanille jetzt rausschmecken. Ich würde eher sagen, das schmeckt wie eine leckere Erdbeere mit so einem leicht cremigen, joghurtartigen, vanillemäßigen Touch. Wäre jetzt so meine spontane Interpretation von der Geschichte. Nice. Habt ihr noch mehr neue Sorten? Ja, natürlich. Hi. Eine absolute YouTube-Legende und maybe der Mann mit dem größten Wissen rund um Tabak, den es gibt. Kaschmir Hans. Hi. Was hast du hier für eine schöne Sorte für uns? Eine neue Sorte ist Black Pan. Ist so eine indische Gewürzmischung, kann man nicht so ganz sagen. Das sind diese Blätter, die Inder immer kauen. Und es hat so eine frische Note und es hat aber auch so würzige Noten. Ich bin sehr gespannt. Was sagst du beim ersten? Absolutes Brett, auf jeden Fall. Boah, ich riech schon. Pan ist so ein Liebs- oder Lasses-Ding. Es gibt Leute, die können es wirklich absolut gar nicht rauchen, aber die Leute, denen es gefällt, die sind da wirklich Feuer und Flamme für. Zum Beispiel super gut mit Doppelapfel kombinierbar. Oder das war bei uns früher in der Shisha-Bar auf jeden Fall so eine klassische Kombination. Doppelapfel und noch so 10-20% Pan mit dazu. Der ist nicht so penetrant und nicht so parfümig, wie die anderen Pan-Sorten, die man so kennt. Ich, gerade schon beim ersten Zug, also Pan ist oft so dermaßen überladen, dass du wirklich nur einen kleinen Prozentsatz mit dazu mischen kannst. Und der ist jetzt pur, also für pur ist krass. Den kann man wirklich so rauchen und sehr gute Kühle am Start, was dem Pan, glaube ich, auch nochmal gut tut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hätte es nicht gedacht, aber bei dem sehe ich mich. Danke. Obwohl Pan. Ja, habt ihr heute schon verfügbar, kann man mitnehmen auf der Messe? Den kann man mitnehmen, da sind auch 200 Gramm Packungen noch da. Das eh, ja. Ich frage mich, wie viel der Michael da gemacht hat, dass der immer noch zum alten Preis 200 Gramm da hat, aber sehr, sehr gut. Und also wir haben den neuen Black Pan, dann haben wir den Vanille-Erdbeere oder Erdbeere-Vanille und haben wir noch mehr neue Sorten? Nee, im Moment sind nur zwei Sorten rausgekommen. Okay, aber das sind ja schon mal zwei gute. Dann vielen Dank und wir gucken mal weiter. So, dann haben wir rechts noch Shishko-Kohle. Ich weiß nicht, zu jedem Kohlehersteller müssen wir wahrscheinlich nicht gehen. Aber hier haben wir einen sehr, sehr schönen Stand, wo sich, glaube ich, extrem viele Leute gefreut haben, dass er dieses Jahr auf der Shisha-Messe ist. Caesar Crystal Bohemia. Seit 1861 in der Glasverarbeitung. Seit ein paar Jahren in den Shisha-Markt gekommen. Und ich glaube, zu Caesar muss man nicht mehr viel sagen, weil es eigentlich jeder kennt. Es sind die besten und die schönsten Shisha-Bowls mit großem, großem Abstand. Es gibt viel Standarddesign. Dann kommt sehr, sehr lange nichts und dann kommt Caesar. Gucken wir uns, glaube ich, mal kurz ein paar Modelle an. Oben links sehen wir schon die mit dem Stacheldraht-Design, dahinter die in dem Schuppendesign. Also die Vielfalt an Caesar-Bowls ist wirklich krass. Sei es die Farben, die Formen, die Cuts, das ist absolut nice. Und da gibt es, glaube ich, für so ziemlich jede Shisha was zum Draufpacken. In Tschechien gefertigt und in absoluter Perfektion. Dann unter unsere Pfeife gepackt. Und Messeangebot, 15%. Sehr gut. Bei manchen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer wo dazugehört. Aber wir gehen mal weiter. Dann haben wir auf der linken Seite noch Kokobi. Sehr geiles Design auf jeden Fall. Die Kohle selbst habe ich aber noch nicht getestet. Kann ich also leider gar nichts zu sagen. Oh, und da hinten kommen die Brudis. Die Hukain-Brudis. Links kommen erstmal noch Afendi. Große Einschlauchpfeifen.
sind oldschool, aber Design ist cool. Riesen Bowls. Oh, und dann links sehr, sehr geil. Snipe. Wusste ich tatsächlich gar nicht, dass Snipe dieses Jahr. Ich habe eben gesagt, wir kommen gleich zu den Brudis. Und jetzt Platz. Reingerätschen. Hi, grüßt euch. Hallo. Wie geht's dir? Ich ja. möchte gar nicht in einem Interview verwickelt werden, weil ich spreche nicht so gut Deutsch. Ich muss dementsprechend auch schnell wischen. Bruh. So, Naib, Pfeifen aus Brasilien und anscheinend auch Köpfe aus Brasilien. Kann ich noch gar nicht hier viel mit dem Epoxy-Design. Damals auch schon, also gibt es schon relativ lange, aber in Deutschland gar nicht so bekannt. Blow-Off kommt sehr, sehr oft von oben nach unten. Da kriegen wir sie noch, oh, Dankeschön. Da können wir sie uns noch mal ein bisschen genauer aus der Nähe angucken. So sieht das aus. Ich glaube, Schlauchanschluss ist einfach mit zwei O-Ringen. Aber die Designs sind halt krass, ne? Also diese Rauchsäule mit den Goldflakes in dem Epoxy, noch ein bisschen Holz mit reingearbeitet, verschiedene Pfeifen. Sehr, sehr krass. Verschiedene Farben. Also auch verschiedene Pfeifen. Verschiedene Pfeifen in verschiedenen Farben, I guess. Oh, da sogar noch mit einer Bowl aus Epoxy. Das ist fancy, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, das ist dann natürlich ein krasses Set, ne? Das wäre mir persönlich ein bisschen too much. Aber ich bin mir sicher, da gibt es den einen oder anderen, den das geisteskrank abholt in dem Vergleich hier, in dem Set. Und auch immer für den Teller bekannt mit der Krone. Ach guck mal, mit Epoxy Bowl und Teller 200 Euro. Also Rauchsäulen-Set, Bowl und Teller 200 Euro, das ist okay. Köpfe kosten einen 20. Ja, also auf jeden Fall sehr ausgefallenes Design. Und ich schätze, aus Brasilien. I guess. Ach guck mal, wie süß. Die haben kleine Kopfanhänger, die auch noch ein Poker sind. Das ist cute. Und ich glaube tatsächlich, ich werde mir ein paar von den Schläuchen holen. Weil ich diese Gartenschläuche-Duschdinger super praktisch finde. Die sind so leicht und flexibel. Am Schreibtisch sind die tatsächlich geisteskrank praktisch. Das einzige Problem mit den Teilen ist, die sind meistens nicht so stabil und gehen schnell kaputt. Dafür kosten sie aber auch nicht viel. Aber ich finde die tatsächlich ziemlich geil. Also ich wollte mir davon eh noch ein paar holen. Und ich glaube, das werde ich dann auch machen. So, hier ist die Kohlestation. Respekt an die Jungs, dass sie das durchziehen. Weil das ist auf jeden Fall ein Knochenjob. So, dann haben wir Izzy. Ich glaube, Izzy ist ein Shop aus Polen. Wenn ich ganz richtig bin, oh, Izzy hat den Theo dabei. Es ist die Frage, ob Theo neue Sorten hat im Vergleich zum letzten Jahr. Würde ich eigentlich mal kurz gerne gucken. Ich versuche mich da mal irgendwo reinzusneaken. Was habt ihr denn für neue Sorten dieses Jahr? Was jetzt zum ersten Mal auf dem Markt ist, ist Kirsche und Blackberry. Oh, mit Blackberry kannst du mich ja ganz einfach locken, ne? Okay, dann probiere ich den mal. Salted Caramel. Ja, den würde ich auch gerne. Der ist ja schon im Verkauf, Salted Caramel. Aber jetzt ist er auch hier auf der Messe für alle zum Probieren. Genau wie Mango und die Grape haben wir jetzt im Moment noch drin. Ist noch mit dabei. Die Guave geht am besten bei euch? Guave geht am besten. Ich war ja letztes Jahr schon ziemlich begeistert, aber ich probiere mich mal durch. Ich gucke mir das mal an. Ich probiere erstmal die Mango. Boah, die Mango ist krass. Aber ganz anders als literally jede Mango, oder? Das ist so eine schöne, pelzige, aber süße Mango. Oh, Orange ist sehr gefährlich bei mir. Orange ist aber fast nie meins. Ist geil. Der ist echt geil. Und bei cremig, normal kriegst du mich mit cremig nicht. Boah, den morgens noch mit ein bisschen White Cake oder White Heaven, das zusammen, boah, Feierabend. Oder eigentlich Start in den Tag, nicht Feierabend. Jetzt bin ich noch auf den Blackberry gespannt, also Brombeere. Die Kirsche ist auch gut. Okay, we have to try. Oh, bitte lass den gut sein. Ich glaube, Brombeere ist mein neuer Lieblingsgeschmack. Der ist richtig nice. Ich glaube wirklich, overall schmeckt mir Brombeere im Moment mit Abstand am besten. Von allem auf dem Shisha-Markt. Sehr nice. Sehr nice. Weißt du, was ich bei den Theo-Flavern mag? Egal, welche Sorte ich von Theo probiert habe, ne? Du sagst mir, das ist eine Kirsche. Dann probiere ich die. Ja, das ist eine Kirsche, aber trotzdem schmeckt die nicht so wie die ganzen anderen Kirschesorten, die man dann schon kennt. Genauso bei dem Blackberry. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Aino-Blackberry ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Richtung Must-Have geht. Das ist ein eigenes Ding. Und das habe ich bei jeder Sorte von Theo. Ja, ist auch geil. Verkauft ihr auch auf der Messe? Wir haben nicht alle Sorten da. Es gab ein bisschen Lieferschwierigkeiten, sage ich mal. Guck mal, die Schmarotzer-Influencer sammeln hier schon wieder die ganzen Freebies ein. Da, guck. Was hast du dir geschnappt? Ja, ich habe von dem lieben Justin von Hydrosmoke habe ich jetzt so einen Sleeve bekommen fürs Mundstück. Also fürs Hygienemundstück. Aber ist cute. Ja, ist sehr süß, ne? Vor allem in Rot. Ich mag das. Ist eine cute Idee. Blackberry ist da, Kirsche, Karamell. Okay, ich muss einkaufen, komm.
aber also ich habe jetzt Kirsche, Karamell und Blackberry und Mango. Habt ihr den Mango auch da? Oh Mann, ich werde so arm auf der Messe. Okay, danke schön, ich komme später zum Einkaufen. Dann haben wir Mix 2 mit einem sehr interessanten Banner. Da steht auch nach dem 1.7.23 für 19 Euro zu haben. Und das ist auf jeden Fall eine geisteskranke Kampfansage. Hi. Ja, also der Tabak muss nicht in 25 Gramm verpackt werden. Wie kommt das? Weil der Tabak nicht als Shisha-Tabak zählt, sondern als eine andere Tabakklasse. Das ist vom Zoll bestätigt für die nächsten 2 Jahre schriftlich. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Molasse gibt es keine mehr. Molasse ist nur noch Glycerin. Also ist der Tabak, du kaufst den Tabak in der Aromaform schon fertig. Also ist Tabak sehr gerne. Okay, da haben wir eine Dose. Okay, da haben wir eine Dose. So sieht der Schnitt aus. Hier ist Aroma, Süße, alles schon drin. Du kannst gerne dran riechen. Ja. Ja. Candy Watermelon. Das ist die schlimmste Sorte für mich ausgesucht. Mit Wassermelone kann man mich immer jagen. Ja, aber der kommt echt ganz gut an. Aber für Deutschland lassen wir den auch erstmal weg. Wir werden wahrscheinlich mit 8 kommen. Insgesamt, uns gibt es ja mittlerweile in knapp 20 Ländern. Alles Länder mit sehr hohen Tabaksteuern. Und da haben wir teilweise ein größeres Portfolio. In Deutschland halten wir es erstmal ein bisschen clean. Machen 8 stabile Sorten. Und ja, genau. Die Molasse ist keine Molasse mehr, sondern Glycerin. Das kauft man ja normal in der Apotheke online. Bitte nicht, weil in der Apotheke kostet das 3-4 Mal so viel wie überall. Da habe ich einmal Glycerin gekauft, das war sehr teuer. Wo kauft man es dann am besten? Bei Amazon zum Beispiel. Wenn du da 1 Liter kaufst, reicht es für knapp 9 Dosen. Bist du bei ca. 1 Euro pro Dose für das Glycerin. Oder auch bei Tankstellen, Textilreinigungen gibt es mittlerweile überall Glycerin. Ja. Also lokal um die Ecke beim... Weil versteuert? Richtig, dann versteuert. Also Glycerin verkaufen wir keins selber, sondern das muss sich der Kunde von woanders besorgen. Und ist der Euro fürs Glycerin bei den 19 Euro eingerechnet? Weil das steht dann 200 Gramm, ne? Kostet 16,90 für die 62 Gramm. Und je nachdem, wo der Kunde dann sein Glycerin kauft, ob er eine kleine Flasche kauft oder eine große, kommen dann nochmal, sag ich mal, 1 bis 2, 3 Euro obendrauf. Und dann hast du deine 200 Gramm. Nach 10 Minuten kannst du es direkt rauchen. Das habe ich schon oft gehört und ich muss sagen, das konnte ich nie glauben. Beziehungsweise hat sich das für mich nie bestätigt. Ist aber auch eigentlich für mich nicht so ein Thema. Ich lasse den 3 Tage stehen und dann ist richtig gut. Also, das sind die Sorten, die ihr habt? Genau. Dazu kann ich noch was sagen, weshalb der so schnell rauchbar ist. Und zwar ist ja hier alles schon drin. Aroma, alles. Das ist nicht wie bei anderen 2-Komponenten-Systemen, wo das Aroma tatsächlich noch ins Blatt einziehen muss, sondern hier ist das schon drin. Aber muss das Glycerin nicht trotzdem erstmal einziehen? Genau, das muss erstmal einziehen. Du gibst mit dem Glycerin aber nur noch die Feuchtigkeit, dass du den Tabak eben lang genug rauchen kannst. Das heißt, wenn du den direkt nach dem Anmischen rauchst, hast du so, sage ich mal, 90-95% vom Glycerin direkt drin und kannst dann halt 1 Stunde 20 rauchen. Und wenn du es noch einen Tag stehen lässt, dann ist alles drin. Ja. Dann kommst du halt auf 1 Stunde 30. Das ist der Unterschied dann noch. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Aber ey, das mit dem Preis ist halt wirklich Killer. Dankeschön. Gerne. Bis später. Sehr, also 19 Euro für 200 Gramm fertigen Tabak und das garantiert über die nächste Zeit. Das ist wirklich geisteskrank. Dann haben wir die Jungs von Magnum auf unserer linken Seite mit den Pfeifen, die wir schon kennen. Vor allem die Traddi ist ja für mich ein absoluter Hingucker. Magnum Traddi sehr, sehr geil. Gibt es auch noch in der Edelstahl-Variante und neu anscheinend eine kleine Travel-Pfeife mit sehr gutem Messepreis. Und Mini-Kohleteller. Süß. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch cool. Habt ihr noch was Neues dabei? Die Edelstahl-Tradi, die haben wir jetzt frisch dabei. Und die Travel-Shisha von uns, die releasen wir jetzt heute auf der Messe. Ah, okay. Dann wundert mich nicht, dass die noch nicht gesehen haben. Aber sie ist jetzt hier heute neu. Genau, die ist heute neu. Und das ist eine 2-in-1-Travel. Also man kann die sowohl als Tradi-Travel benutzen, als auch als Edelstahl-Travel. Wie meinst du mit Tradi-Travel? Wir werden jetzt, also das wird ein Update sein in naher Zukunft. Da wird es so ein Tradi-Taucher dazu geben. Bei jedem aus, aus Kupfer dann? Genau, richtig. Genau, aus Messing, richtig. Ja. Genau. Wild, dankeschön. So, was haben wir hier noch? Hyde Hub, was ist das? Das ist, glaube ich, Virginia-Tabak, wenn ich mich nicht irre. Hi, nice to meet you as well. What do you have for us? New Virginia Tobacco? New Virginia and New Burley Tobacco. Yeah, we are from Lithuania or Litauen, if you call it, yeah. In Germany. Yeah. So we are the first tobacco producers in Lithuania. And today we have 8 flavors of Virginia and 5 flavors of Burley. But later on, this summer in Germany, we will be releasing 10 flavors of Virginia and 10 flavors of Burley. So feel free to try it and tell your comments. Which flavors do you have? Let me check. At the moment we have from Virginia, we have Synthwave. That's the best one for me. It's grape and rose. It's oh, okay.
pure good flavor. So next we have Red Gem, we have Spectrum Drops, it's Skittles. Ah, nice. So believe it, as you eat Skittles, you get the sour taste first, and later on it gets sweeter. So it's the same smoking Skittles. The first 10-15 minutes it's sour, and the more you smoke it, the sweeter it gets. Dann warten wir kurz und dann probieren wir mal seinen Favorit. Und ich glaube, die Marke heißt Hyde. Also ich muss sagen, ich bin natürlich gespannt auf den Burley, aber ich würde jetzt gerne einmal dann noch den Synthwave probieren und dann gucken wir mal. Also Traube und Rose ist Synthwave. Auf jeden Fall fancy Namen. Super smooth. Erstens, wir haben hier schöne Versa-Pfeife am Start von Vyro, sehr gut. Wir haben Fox-Tonköpfe mit Kalaut Lotus 1 Plus. 4 Kohlen drauf bei Virginia, sehr krass. Läuft auf jeden Fall wirklich butterweich, trotz 4 Kohlen absolut nicht angebrannt, absolut nicht kratzig. Sehr stark. Rose kommt sehr gut rüber. Ich finde, die Traube ist fast ein bisschen im Hintergrund. Oder zumindest hält die Rose so ein bisschen zurück. Aber ist auch lecker. Wobei Rose wird nie mein persönlicher Favorit sein, aber ich weiß, dass es einige Leute gibt, die das feiern. Stark. Also dafür, dass die Marke basically komplett neu ist, performancemäßig super starker Eindruck. Ich würde sagen, wir gucken uns aber mal den Burley an. Das interessiert mich natürlich ein bisschen mehr. Was haben wir hier? Berry Tail. Komm, wir probieren einfach mal den Berry Tail. Und auch beim Burley sollen 10 Sorten kommen, so wie das aussieht. Beere ist sehr geil. Der heißt Berry Tail, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein purer Himbeere. Schmeckt zumindest nach einem puren Himbeere. Aber schmeckt geil. Du merkst natürlich ein bisschen mehr im Hals als bei dem Virginia eben noch, aber erstaunlich nice. Geil. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Werde ich in Ruhe noch ein bisschen mehr durchprobieren. Das heißt, Orange, da habe ich ein bisschen Angst vor. Hier haben wir noch ein Zitrone. It's Lemon Blackberry. Nice. Also Zitrone, Brombeere, Minze haben wir hier. Richtige Oldschool-Zitrone. Sehr geil. Wirklich Oldschool. Also wer damals mal den ausländischen Alfacher Zitrone geraucht hat, genau daran erinnert er mich im ersten Moment. Von Blackberry merke ich ehrlich gesagt wenig. Aber Zitrone, Minze, voll da. Und auch geil. Ja, doch. Jetzt ein bisschen Brombeere hat man auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dominant ist Zitrone. Aber für die ersten Sorten, die ich hier von Hyde probiert habe, krasser erster Eindruck. Sehr geil. Solltet ihr euch, falls ihr noch auf die Messe kommt, auf jeden Fall auch mal durchprobieren. So, wir gucken weiter. Aber Hyde, sehr schöner erster Eindruck. Auf der rechten Seite sehen wir neue Pfeifen. Anima. Ich würde sagen, designmäßig beschreibt man das am besten mit einer Alien-Pfeife. Also das Design ist auf jeden Fall geisteskrank. Super, super ausgefallen. Ich weiß nicht, wie es Rauchverhalten ist. Aber vom Design her sind die auf jeden Fall schon mal krass. Also wer nach einer ganz besonderen Shisha sucht, der findet die vielleicht bei Anima. Ich muss sagen, erinnert mich aber ein bisschen an Meduse. Auch hier für den Tisch noch. Sehr geil. Der Gründer von Kalaut hat mal gesagt, man sollte Pfeifen bauen, die auch wunderschön aussehen, wenn sie nicht laufen. Das haben die Jungs auf jeden Fall geschafft. Ali, how do you like Shisha messes so far? It's fantastic. How's it's marvelous. Frankfurt? Is it wonderful? Yeah? Is even it as good as Prague? It's different, but the same. Okay. Enjoy Shisha Messe. You. See you around. Founder of Deswal. Okay, wir gucken weiter. Aber hier kommt jetzt so CBD-Zeug. Da rennen wir ganz schnell durch. Jeder, der regelmäßig in Shisha-Bars geht, kennt auf jeden Fall die Jungs von Fun44. Und als wir im Allgäu waren, hatten wir uns ja auch schon einen gesichert. Und ich träume ja immer noch. Ich träume immer noch von einem Fun44-Tisch in meinem Büro. Das wäre so nice. Imagine, ich lade einfach 3 Leute ein, wir setzen uns alle mit einer Pfeife an so einen Tisch und wir spielen eine schöne Runde Magic Towers oder sowas. Schön, dich wiederzusehen. Sag mal, wir müssen das noch klären, ne? Ja, machen wir. Machen wir? Ja, zeig mir mal den Kleinen. Weil ihr habt ja, wie groß ist der? Der ist 43 Zoll. Der ist 36 Zoll. Das wäre doch perfekt für mein Büro, oder? Ja. Ja, der ist absolut perfekt fürs Büro. Müssen wir hinkriegen. Und da können trotzdem genauso viele Leute dran spielen, selben Feature, selben Game. Genau, nur ein bisschen enger. Aber dann ist vielleicht ist man da dran noch schneller in Magic Towers, weil du das kompakter siehst. Das kann sein, ja. Stimmt. Also für den Highscore in Magic Towers, der wahrscheinlich sogar geiler. Ja, hast du recht. Ja. Aber selbes Prinzip, die Münzen reinwerfen für die Shisha-Bars. Also der passt dann bei dir besser rein. Ja. Perfekt, wir reden. Dankeschön. Okay. Ciao. Ich brauche so einen Tisch in meinem Büro, bitte. So, dann haben wir hier Crown Charcoal. Das ist natürlich geisteskrank nice.
Ich weiß nicht, ob's. Ist nicht heiß. Dann haben wir rechts noch True Passion. Da werde ich mich auch auf jeden Fall nochmal in Ruhe durchprobieren. Habe ich sehr lange nicht mehr geraucht, muss ich sagen. Also jegliche True Passion Produkte. Habe ich aber früher sehr gerne geraucht. Die hatten einige Sorten, die wirklich geisteskrank nice waren. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal durchprobieren. Und dann haben wir links noch Revoshi. Aber da gehen wir auf jeden Fall mal rein und quatschen direkt mit den Jungs. So, wir sind bei Revoshi. Mein Meister. Wie geht's dir, mein Freund? Wir haben vieles Neues, kannst kommen. Zitronenkuchen, ja. Und danach haben wir Black Colombian, haben wir noch da. Was dein, ist Black Colombian? Das ist Tee mit was Scharfes. Okay. So was Ähnliches. Deine Geschmäcker sind dort, Dark Blend. Wollen wir mal rübergehen? Willst du es mal sehen? Ja, lass zum Dark Blend gehen. Ja, weiß direkt, was ich will, ne? Direkt zum Dark Blend geschickt hier. Also, wir haben 6 Sorten Dark Blend, haben wir da. So wie du singst, das ist jetzt der What's My Name, das ist halt von Mohammed Ali, die Bewegungen, die Namen und so weiter haben wir ausgesucht. Und danach haben wir hier Zigarre Vanille, so wie gewohnt. Ja. Und da haben wir Float Like a Butterfly, das ist so halt Cherry Mix und Berry und so weiter, alles mögliche gemischt. Und dann haben wir noch auf der Seite Erdbeer, das da haben wir noch da. Rumble of Jungle soll ich probieren. Erdbeere auf Dark Blend, Erdbeere Himbeere, ne? Erdbeere Himbeere, ja. Der ist jetzt bei fast allen sehr gut angekommen. Der Kopf ist noch nicht so an. Ja, das ist, du musst selber machen, du weißt. Bei dir ist Messe. Ein Problem, du musst immer selber machen. Ja. Du rauchst ja mit Dings, Chalut oder so weiter. Ja. Oder mit Lotus. Jetzt haben wir jetzt mit Baccia gemacht, weil wir leider Lotus vergessen haben mitzunehmen. Haben wir jetzt so gemacht. Und belasten. Wie sieht es aus? Gut für dich? Ja, also ne, ist nicht so an, deswegen schmecke ich nicht so viel. Aber schmeckt ein bisschen Erdbeere, ein bisschen Himbeere. Okay. Muss ich nochmal in Ruhe probieren. Wenn er dann richtig an ist. Super solide. Hier passieren wilde Dinger. Okay, aber geil, dass mehr Darkblend-Sorten kommen. Finde ich sehr gut. Dankeschön. Ich danke dir. Wir sehen uns. Ich komme bei dir auf die Ja, Stadt. Komm vorbei. Komm rauchen. Ne, wieder ein Gast mehr auf dem Stand. Zack, zack, zack. So, links von uns ist jetzt noch Shades und Chilmer. Auch sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch 187 und noch NPS. NPS hatten wir uns ja letztens schon angeguckt, was sie so Neues haben. Die hatten die Köpfe mit Olla Bowl zusammen gemacht. 187 noch relativ ruhig hier, aber schöner, großer Stand auf jeden Fall. Müsste ich eigentlich auch einfach mal wieder probieren. Da wäre eine Messe eigentlich perfekt für. Einfach wieder wissen. Ich habe wirklich lange kein 187 mehr geraucht, weil die mir irgendwann einfach nicht mehr so gefallen haben, die Sorten. Früher, als die rausgekommen sind, habe ich die echt ganz gerne geraucht. Haben wir auch einige reviewed. Aber jetzt echt lange nicht mehr. So, wir sind jetzt hier bei Afsal und da kann ich direkt mal dem Stefan auf den Sack gehen. Na? Hallo. Na? Wie ist? Gut, mal wieder schön da zu sein und Shisha zu rauchen. Macht der Marco das richtig? Marco macht richtig. Bist du sicher? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss, glaube ich, mal kontrollieren, oder? Mach mal. Wir kontrollieren. Was kontrollieren wir? Neue Sorte jetzt rausgekommen, gerade zur Messe. Wir haben da von dem Bombay Nights, den kennst du wahrscheinlich. Ja. Die Gewürznote ist raus, die kühle Note bleibt hier drin, eine leichte Zitrusnote ist noch mit dabei. Einzigartig, so wie der Bombay Nights, muss man mal probieren. Also Bombay Nights ein bisschen neu interpretiert. Sozusagen. Außer was Außergewöhnliches, was du sonst von keinem Hersteller hast. So wie der Bombay Nights eben, hast du hier den Chief Commissioner als sozusagen ja, ein kleiner Bruder von Bombay Nights. So würde ich das jetzt sagen. Ja, merkt man auf jeden Fall. Ist gut. Ein bisschen entschärfter, würde ich sagen, wie der Bombay Nights. Bombay Nights ist der pur drin, ja? Ja, ja. Das ist krass, weil den Bombay Nights zum Beispiel kann ich kaum pur rauchen. Mache ich 10-20% maybe rein und das reicht dann schon. Aber das ist die Sache. Der Bombay Nights ist zum Mischen super gut, weil er diese leichte Kühle und diese leichte spritzige, gewürzige Note überall mit reingibt. Und wenn du den pur rauchst, gibt es auch viele, die das machen. Aber ist halt wirklich dann extrem diese Bombay Nights Gewürz-indische Mischung in ein Gesicht rein. Und deswegen, zum Mischen auch super. Ich finde, den Chief könnte man sogar eher alleine rauchen. Ja. Es ist was Besonderes, vielleicht nicht jeden Tag, aber um eine besondere Mischung reinzubringen, perfekt. Ja. Also ich kann auch jetzt schon nach den paar Zügen sagen, den könnte ich auch pur rauchen. Und mit der Zitrusnote finde ich sehr geil. Ist das die eine neue Sorte oder habt ihr mehr neue Sorten? Wir haben 3 neue Sorten insgesamt jetzt da. Das ist der Aftershock, Kaugummi Zimt. Mein persönlicher Favorit von den 3 neuen Sorten. Und dann haben wir noch den Doppelapfel, Silver Fox. Ist ein Doppelapfel mit einer leicht süßlichen Note noch drin. Musst du auch mal durchprobieren. Ich
probiere als erstes mal den Aftershock. Krasse Zimtnote. Ich kenne nur einen anderen Kaugummi-Zimt, glaube ich, das ist der Nameless. Aber der kommt auch geil. Mir persönlich schmeckt der sehr, sehr gut, gerade dadurch, dass es eine nicht zu scharfe Zimtnote ist, sondern die ist perfekt getroffen, finde ich. Und die Kaugumminote mischt so leicht im Abgang mit, sodass du das wirklich super ausgewogen hast und eigentlich für jeden was dabei ist. Du gewinnst auf jeden Fall jetzt schon den Preis für die besten Tabakpräsentationen, sage ich dir, wie es ist. Als ob das aus dem Skript wäre. Das ist übrigens kein Skript, wir sind hier wirklich einfach reingeplatzt. Und dann haben wir noch Dapfel, sogar mit Tradi, sehr gut. Also Afzal ist ja eine indische Marke, ne? Wird in Indien viel Doppelapfel geraucht oder was sind so die bekanntesten Marken in Indien oder was wird am meisten geraucht? Also die bekannteste Marke in Indien ist in der Tat Afzal. Viel geraucht wird Traubeminze, Panras natürlich, ist auch Topseller in Indien und Doppelapfel brauchen die in der Tat. Und Minze alleine auch, die gibt es nämlich auch noch in Indien. Also wir bei Afzal können aus einem Repertoire aus 140 Sorten ungefähr schöpfen. Die gibt es alle in Indien, 140 Sorten. Und es kommen monatlich neue Sorten dazu. Und das ist halt das Gute für uns, wir können immer was antesten, gerade auf solchen Messen. Was gut ankommt, was kommt eher weniger an. Und bei 140 Sorten hast du immer was dabei, was du neu rausbringen kannst. Und deswegen ist es bei uns auch so, quartalsweise bringen wir 3 neue Sorten raus. Sucht ihr die aus? Sucht das ein Team aus? Weil was mir direkt in den Kopf kommen würde, wäre ein Community Voting. Das hört sich nach einer sehr, sehr guten Idee an. Das könnte man auf jeden Fall anstreben, vielleicht im Sommer sogar. Dass am besten so ein Tasting machen, 10 Sorten hinstellen, Leute bewerten lassen und die Top 3... Dass man da ein kleines Event draus macht und wie du sagst, 10, 15 Sorten vielleicht und die Top 3 kommen dann im nächsten Quartal raus. Also das wird man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Doppelapfel ist auch nicht übel, würde ich aber sagen für Leute, die eher einen milden Doppelapfel suchen. Ja. Also ist nicht so Anis voll in die Fresse. Nee. Ja. Also wir haben gerade auch beim Doppelapfel haben wir 3 Versionen. Wir haben den Standard-Doppelapfel, der ist auch wirklich stark mit der Anisnote. Wir haben den Silver Fox, der hat die leicht süßliche Note noch mit drin, das schwächt das Anis etwas ab. Und wir haben einen Icy Doppelapfel. Der Icy Doppelapfel hat eine extrem kühle Minznote drin, genau. Wir haben uns jetzt für den erstmal entschieden, dadurch, dass es fast von jeder Marke auch schon einen Doppelapfel gibt, musst du nicht noch einen 30. Doppelapfel rausbringen. Ja. Sondern wieder was Besonderes, wie bei dem Chief oder bei dem Pan. Stark, danke fürs Rumzeigen. Sehr vielen Dank. Was sagt ihr zu unserem Stand? Wir sind ja Nachbarn. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Du hast gute Sitzmöglichkeiten. Du musst bedenken, wir hatten 1,5 Wochen. Also da habt ihr das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Find Sitzmöglichkeiten auch geschaffen, die Bar hinten gut ausgebaut. Ich glaube, die Leute sind auch zufrieden bei euch. Ja. Sieht sehr cool aus für die 1,5 Wochen. Stark. Sehr schön. Danke dir. Bis dann. Hier lasse ich mir noch mein SWG-Logo tätowieren. Irgendwann. Maybe. Das ist übrigens hier auf unserer rechten Seite gerade die Geburtstagslounge von der Shisha-Messe, weil dieses Jahr ist 10-jähriges. Seit 10 Jahren gibt es die Shisha-Messe in Frankfurt und dieses Mal ist es der 10-jährige Geburtstag. Das muss natürlich gefeiert werden. Oh, und ich will da hinten Basketball probieren. Können wir das machen? Also Basketball muss ich vielleicht noch mal ein bisschen üben. Das lief jetzt nicht so gut. Ich war früher mal im Basketballverein, aber anscheinend ist davon nicht so viel hängen geblieben. Speaking of hängen bleiben, die Molasse bleibt in den Köpfen von Avanos hängen. Die gucken wir uns jetzt als nächstes an. Mal gucken, ob die Jungs Zeit für uns haben. Wir kennen ja den Avanos schon, ne? Next Level und den Next Level Mini. Aber wir sehen hier schon Next Level 2. Was ist denn das Next Level 2? Hier, Özkan hier von Avanos. Marv, das ist eine Überarbeitung vom Mini. Wir haben die Depotform ein bisschen angepasst. Das Loch ist ein bisschen kleiner geworden. Die Messe war schon ganz schön hart zu dir, ha? Tatsächlich ja. Ich klinge öfters so, also nimm's mir nicht übel. Die Außenwände sind ein bisschen dicker geworden. Loch ist kleiner geworden, Depotform angepasst. Das sind die Änderungen. Ihr habt mir letztens was geschrieben. Ja? Ach so. Dürfen wir das denn jetzt zeigen? Weiß ich gar nicht. Wir haben einen Prototypen dabei vom Mehrlochkopf. Lass uns das nachher machen. Komm, das geht schon. Das ist ein unglattierter Prototyp. 4 große Löcher.
damit, falls da Tabak reinfällt, der auch easy wieder rauslaufen kann. Wir haben keine Porzellan-Ton-Mixtur diesmal, sondern speziellen Ton. Wir brennen den niedrig, damit die Performance ähnlich wird wie bei den bekannten russischen Köpfen. Der wird aber auch unglasiert ausgeliefert. Ja. Und performance-technisch wird der dir, glaube ich, gut gefallen. Den verraten wir in den nächsten Tagen. Ich habe rausgekitzelt, was ich rauskitzeln konnte. Ja, sehr nice. Na, ich glaube, wir haben schon ein paar Infos bekommen, oder? Also Meerloch incoming. Weil, man muss dazu sagen, ich habe den Jungs gesagt, das mit dem Molassefänger ist eine geile Idee. Aber warum nicht bei der Kopfart, wo es mit Abstand am meisten Sinn macht, eine Meerloch? Kommt. Dankeschön. Vorhin dran vorbeigelaufen, jetzt gucken wir tatsächlich mal rein. Hallo. Geht ab. Na? Du hast den Falschen erwischt, der Johannes ist noch nicht da. Ja, weiß ich. Für unseren Tengis auf dem Stand. Wir warten sehnsüchtig. Ja, der ist unterwegs. Der hat noch die Palette Tengis persönlich abgeholt. Was habt ihr denn hier alles Schönes? Du siehst schon geisteskrank betrunken aus, weißt du das? Verdammte Scheiße, ich sehe gut aus. Geil betrunken. Ach geil. Können wir uns da drauf einigen? Ja, natürlich, nehme ich an. Ja, was trinken wir Leckeres? Cola, Zero aber diesmal, weil ich muss auf meine Kalorien achten. Und was ist da noch drin? Da war vorher mal Eis drin, aber das ist mittlerweile schon geschmolzen. Da ich viel zu viel laber und... Nee, Quatsch. Nee? Nee. Wollen wir mal rübergehen und du zeigst uns mal ein paar Sachen an eurem Stand? Einen schönen Garten habt ihr euch hier auf jeden Fall schon aufgebaut hier. Ich guck mal hier. Oh Gott. Wir können nicht zeigen, was hier drinnen passiert. Damit habe ich nicht gerechnet. Da sind gerade drei Menschen und im Bus, die treiben. Hast du nicht? Vielleicht solltet ihr einfach die Tür zumachen. Nee, können wir nicht machen. Die Bierpong-Stationen wurden aufgebaut. Sehr wichtig. Mit einer Cola-Dose und einem Wasser. Und hinten dran ist der Stand. Vielleicht können wir uns da mit reinsneaken. Andalusisha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Picha? Hablo de aquí de España. Estamos en la Shisha Mesa de Alemania. Sí. Muy, muy buen ambiente. ¿Qué es tu producto mejor? Ok. ¿Qué producto? Todo, Blaze. Blaze. You like Blaze? Yeah, I've tried some international ones. Me too. You've tried Whitehaven International? Fuck. Yeah. That was insane. Do they have it here? No, I have it in my house. You can come. Okay. Because you only came once. To Spain now. Goodbye. Say Moin Meister. Moin Meister. Moin Meister. Moin Meister. Yeah. Moin Meister. You should stop by at my booth. Do you know I have a booth? I have a booth. We have a hookah lounge. You can sit down, smoke hookah. Yeah. Umera? No, me. With Umera. Like Umera is making the bowls at my booth. Oh. Yeah. Come to my booth. Happy to see you. We have hookah. Hallo. Hi. Was geht? Was geht? Struggeln. Ja, was geht? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass nerven die Jungs? 10. Locker eine 10. Okay, wir gucken jetzt wirklich Produkte an, sonst wird das Video zu lang. Wir haben die Plugs in Stoneware. Wir haben die Oldschool Lit Lips. Wir haben die Popos. Wir haben den Tornado. Oh. Das müssen wir uns genauer angucken. Und den. Wir haben den. Habe ich jetzt alle? Uff, wie viele Colorways sind das denn geworden? Ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Und den auch noch. Wie viele Colorways sind denn da rausgekommen? Wie heißen die denn alle? Also der Purple Dream ist das auf jeden Fall. Frag lieber den Ember. Das ist der Black Wave, den kenne ich. Wie heißt der? Velvet. Der Sky Blue. Was war der? Bruder, das ist einfach nur blau befleckt. Krass. Wie soll man so arbeiten? Ich will hier ein schönes Video machen. Wir nehmen einen immer nur Hops. Und dann steht er neben dir und bringt seinen Whisky-Cola, was definitiv nur Cola Zero ist. Ja, garantiert Wodka. Nein, ich trinke nicht. Also, wir haben hier wunderschöne Colorways vom Lowload. Ich rauche in letzter Zeit daheim fast nur noch Lowload, weil es einfach geisteskrank tabaksparend ist. Lowload, very good. Was ist denn der Messe-exklusive Popo? Black Wave, der ist da hinten. Die sind für uns? Die sind für uns, hat er gesagt, Basti. Hast du gehört auf dem Mikro? Nee. Das ist nicht, hat er auch nicht gesagt, war ein Joke. Das ist der schwarze Clay. Und das ist der Black Wave Popo. Das ist die Messe-exklusive Farbe hier. Gab es nicht noch von noch einem Kopf einen Messe-exklusiven?
Den Popo gibt es auch noch in... hier geschehen wilde Dinge, Freunde. Hier ist noch der The Plug im selben Colorway, auch Messe-exklusiv. So, Basti, ich pack dir jetzt eine Tasche. Was hättest du gerne alles? Sag an. Ich pack dem Basti jetzt eine Tasche. Ist das cool? Ja, ist cool. Kannst du gerne machen. Basti, das ist wie, kennst du noch Super Toy Club? Ich gebe dir jetzt das Mikro. Du sagst, was du haben willst. Und du hast 30 Sekunden, um dir eine Tasche zu packen. Also, ich darf jetzt in 30 Sekunden Marvin sagen, was er mir reinpacken soll. Und dann packt er es mir rein. Und los. Ich hätte gern einen so einen Popo. Ich nehme den hier. Ich nehme mindestens 3 davon. Die 3. Gut, danke. Und dann nehme ich noch die Hukain-Schlappen in Größe 46, falls es die gibt. Ja, aber die gibt es doch bestimmt auch noch in irgendeiner Größe. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, egal. Dann nehme ich noch 4 Dosen Base, Hukain-Base. Normale. Ja. Du hast gar nicht angemacht. Ja, sehr gut. Okay, danke. Top. Und stopp. Ich sage jetzt dem Marvin, was er in 30 Sekunden in die Tüte packen soll. Für mich. Die beiden. Den Popo auch. Den auch. Die Baba-Bauer in weiß. 2 Nature-Base-Dosen. Einen dunklen Lowload, einen dunklen, den er in der Hand hat. Genau, den er in der Hand hat. Und 2 Onmos. Schwarze Onmo. Okay, in Bubblegum. So würde ich gern shoppen gehen. Der Martin. Na, du siehst eine Maus. Na, was schön, geht? Dass du da bist. Herzlich willkommen. Weißt du, was mir gestern aufgefallen ist, als ich den Stapel Bier gesehen habe? Ja. Habe ich gefragt, ist der Martin da? Da haben die gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, dann reicht das Bier nicht. Ja, wie enttäuscht bist du über die Menge an Bier, die ihr hier habt? Also wir haben in der Relation zum letzten Mal ja auf jeden Fall ziemlich gut zugelegt. Also wir sind weit über 1000 Bier, habe ich gehört. Ja, sie. Das ist doch viel weniger geworden als letztes Jahr. Nee, es ist mehr geworden. Emre hat gesagt, das ist weniger geworden. Also habt ihr jetzt doch mehr Bier? Normalerweise, ich habe ja die Folgekäufe gemacht davon noch im Nachhinein. Wir haben ja im Nachhinein nochmal nachgelegt. Aber jetzt für den Start haben wir auf jeden Fall mindestens das Doppelte da. Also wir sind. Und weil die Jungs alle betrunken sind, können wir die ausrauben. Mit genug Pegel darf ich hier mit meinen Jungs ein bisschen Super Toy Club spielen. Finde ich gut. Ich habe eben gefragt, ob ich auch darf. Dann hat der Emre gesagt, er geht jetzt auf Toilette und ich soll machen, was ich will. Ja, dann kannst du mir noch was reinlegen. Was hättest du gerne noch? Ein Onmo. Ein Onmo? Ja, oder 2. Oder 2. Ich fühle mich da irgendwie schlecht bei, wenn ich hier jetzt einfach die ganze Zeit einpacke. Aber die haben gesagt, ich soll einpacken. Also packe ich einfach eine Tasche. Ich habe meine Tüte fertig. Ich habe den Messe-exklusiven Popo. Dann habe ich den blauen Lowload. Dann habe ich den lilanen Lowload. Dann habe ich den Korall. Dann habe ich den türkisenen. Ui, okay, nevermind. Und noch den Plug. Den Messe-exklusiven Plug. Und sonst Socken. Weil Socken kann man nie genug haben. Und dann muss mir Oma nicht so viele Socken schenken. Ist gut. So, wir sind jetzt hier noch bei Shisha-Turbine. Erstens sehen wir da oben sehr viele fancy Colorways. Und dann sehen wir noch das hier. Ich weiß nicht, ob die mal... Nee, die ist kalt. Dann touche ich die jetzt einfach an. Das ist der neue Booster. Der wurde letztens in den Stories präsentiert. Der hat jetzt nicht mehr so ein Gitter, sondern ist jetzt komplett aus Metall. Was bedeutet, das Gitter kann auch nicht mehr kaputt gehen. Dann haben wir oben einmal das Logo, das sieht natürlich erstmal cool aus. Aber außerdem kann man da noch ein HMD vorwärmen. Ich sage ja eigentlich immer, bitte keine HMDs auf den Anzünder mitlegen. Aber da oben wird dann natürlich so wenig Hitze sein, dass das doch klar geht. Und dann könntest du den A da trocknen und B vorwärmen. Und gerade das Vorwärmen, wenn ihr ein Meerloch ohne Kontakt raucht, kann euch statt 10 Minuten anrauchen, 5 Minuten anrauchen ermöglichen. Also für so Sachen ist das schon sehr, sehr geil. Preislich habe ich gehört 55 Euro. Mit 45 Euro war der Booster sowieso schon geisteskrank teuer. 10 Euro mehr dafür, dass er komplett aus Metall ist. Also ganz ehrlich, lieber zahle ich dann, wenn man einen holen will, würde ich lieber 55 Euro für die Full-Metall-Variante bezahlen, die dann auch hält, als 45 Euro für den mit Netz. Ich habe einen. Shisha-Turbine hat mir einen mitgegeben. Meine Shisha-Turbinen sind nur leider aktuell außer Gefecht. Aber ich werde den dann auf jeden Fall nochmal testen. Also wir können mit dem neuen Booster Next
Energie sparen, indem wir zum Beispiel sagen, wenn jetzt jemand mit 4 Kohlen raucht, brauchst du nur 3 anmachen, weil der HMD schon selber eine Grundtemperatur, sagen wir mal, bekommt. Aber hilft das wirklich über die Dauer des Rauchens? Über die Dauer würde ich sagen ja, weil wenn du die Kohle in einen kalten HMD reinlegst, zieht ja quasi, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, der HMD die Hitze und die Kohle wird kleiner. Dadurch hast du meines Erachtens ein bisschen mehr Rauchspaß, sage ich jetzt mal. Und sollte sich das nicht irgendwann angleichen und dann ist das relativ wurscht? Also, dass es das Anrauchen beschleunigt, bin ich bei dir. Aber dass du mit 3 Kohlen dann so lange rauchen kannst wie mit 4? Ja, weil der HMD schon eine Grundtemperatur hat, brauchst du nur 2 Kohlen reinlegen und du hast dann eine Kohle zum Nachlegen quasi. Ah, okay. Okay. Genau. Und du nutzt halt gleichzeitig die Temperatur von der Kohle einfach, um den HMD aufzuheizen. Dadurch hast du auch Energiesparvorteil. Wie heiß würdest du sagen, wird der HMD da oben drauf? Wird der nur trocken und lauwarm oder wird der wirklich so, dass man nicht mehr anfassen soll? Temperatur haben wir noch nicht gemessen, aber ich kann es so erklären, wenn du den auf den Kopf legst, fängt der Tabak leicht an zu zischen. Also aber nicht zu krass? Nein. Also es raucht auch nicht oder so. Also der verbrennt. Viele haben Angst gehabt, dass der irgendwie verbrennt. Aber ganz entspannt. Wir haben da schon 2 Jahre lang dran getüftelt und jetzt ist es endlich fertig geworden. Ich sag dir ehrlich, allein, dass das Netz wegfällt, ist für mich schon ein guter Fortschritt. Das freut uns. Dankeschön. Aber die gibt es schon lange. Die hast du schon ewig, oder? Also die Mini-Turbinen, die gab es mal. Da haben wir die wieder eingestellt. Jetzt haben wir gesagt, zur Messe, weil die immer nachgefragt werden, haben wir jetzt wieder ein paar produziert. Und. Aber Messe exklusiv? Ja, richtig. Also falls ihr einen Shop oder so, die gibt es nur auf der Messe. Krass. Was kosten die kleinen? Die kosten 70 Euro. Hast du 3 Kohlen? Ja. Süß also auf jeden Fall. Perfekt für unterwegs, ne, am Strand oder so. Ja. Wenn man Strom hat. Wenn man Strom hat. Aber viele Hotels haben Strom am Strand. Ja. Sehr nice. Ja, auf jeden Fall cute, die Kleinen. Stark, Dankeschön. Ja. Hallo, guten Tag. Na, ich bin Felix von Savo und hier auch den neuen Kyoto. Okay, Marzipankirsche. Eher Richtung Marzipan als so Lollipop, würde ich sagen. Ich finde es erstaunlich, wie viele auf der Messe mit einem Kirsche rauskommen, ne? Ich glaube, das ist heute der 4. oder 5. neue Kirschenflavor, den ich probiere, ja. Aber, boah, die sind ganz anders. Also Theo fand ich geil, weil der irgendwie super special war. Der ist auch lecker, der erinnert mich halt ein bisschen an Maraschino Cherry auf einem Virginia. Also falls irgendjemand den Maraschino Cherry wegen mir mal unbedingt probieren wollte, aber kein Dark Blend rauchen will, dann könnte der Kyoto nice sein. Ja, so eine würzige Maraschino, also ich würde sagen, das ist eine Maraschino-Cherry. Die Kirsche an sich, natürlich so ein bisschen Lollipop-ähnlich, aber gut Maraschino. Und Maraschino-Cherry mag ich ja, von daher ist das gut. Was gibt's noch Neues, was müssen wir noch probieren? Also Dunja ist die Untermarke von Savu oder die Tochtermarke. Und da gibt es jetzt die Black-Edition. Und Kimi Black haben wir, dann haben wir Barrow Black, Chef Tali Black. Jetzt muss ich selber nachschauen, wir haben eigentlich einiges gemacht und Strawberry Black haben wir. Jeder Traube-Minze-Raucher oder Liebhaber sollte sich Barrow Black mit Barrow Mint gönnen. Maulbeere müssen wir probieren. Die Vape-Mädels auch lieber am Shisha-Stand. Muss mal rechts filmen. Von Smog. Ja. Erstmal schön Shisha rauchen gehen, die wissen doch was Gutes. Nicht zu tief, nicht auf den Popo, Basti. Der Basti, weißt du? Also habt ihr die bekannten Sorten von Savu jetzt unter Dunja auf Dark Blend gemacht? Okay. 100% pur. Ein Burley oder ein Blend? Für den Otto Normalraucher auf der Messe kann man natürlich jetzt nicht alles auf Burley komplett machen, aber wir haben eine 50-50 Mischung mit dem Virginia, den wir schon haben gemacht. Das heißt, der schmeckt ein bisschen softer. Für dich ist es gerade quasi nichts, oder? Also bei mir kann auch gerne immer 100%. Also, ja, ihr wisst ja, wir geben immer 100%. Ich weiß nicht, warum er will, dass ich Kokos rauche, wenn alles, was ich bei Kokos denke, ist. Egal bei welchem Kokos. Immer. Ich werde jetzt zum Kokosnussrauchen gezwungen. Ich würde sagen, 10 Sekunden hätte ich mir doch die Zeit geben sollen. Immer noch nicht. Für Kokosnuss wirklich nicht übel, weil es nicht dieses unangenehme Cremige hat. Es erinnert mehr an Kokosraspeln, finde ich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das zum Mischen einer der beliebtesten Kokosnuss wird. Okay, also es gab ein paar Sorten, die halt einfach nichts für mich waren, zum Beispiel der Honigmelone und der Kokosnuss. Wie beim Kokosnuss aber gesagt, glaube ich wirklich, dass das eine der beliebtesten Kokosnusssorten werden können, weil für einen Kokosnuss ist er geil, ich mag halt einfach keinen Kokosnuss.
Ganz einfach, ne? Wenn du keine Tomaten magst, dann schmecken dir halt keine Tomaten. Aber geil, dass die Sorten jetzt auch auf Dark Blend kommen. Das ist nice. Das freut mich. Wir sind bei Goat. Ein schöner Platz am fetten Fenster, oder was? Damit du die gute Luft hast. Hast du denn was Neues mitgebracht zum Messe? Dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr noch nicht. Also Präsentation vom Bekannten? Vom Bekannten, genau. Einfach da sein, mit dabei sein, Teil sein vom Ganzen hier. Schöne Köpfchen bauen. Schöne Köpfchen bauen. Gute Gespräche führen. Dich sehen. Sehr gut. Ja, wenn es nichts Neues gibt, dann ist das relativ einfach. Die Goat-Modelle kennt ihr. So, hinter uns gerade noch Coco Yaya, indische Pfeifen. Habt ihr vielleicht bei ein paar Bloggern schon gesehen. Mein Style ist es nicht so, aber es ist auf jeden Fall geisteskrank ausgefallen. So viel kann man dazu auf jeden Fall sagen. Und die sind auch wieder da. Aber die waren auch letztes Jahr da. Da drüben haben wir von letztem Jahr ein nicht super, war schon ein guter Stand letztes Jahr. Aber dieses Jahr noch viel krasser der Stand. Und zwar von der New GmbH. Mit Blackburn, mit Nash, Fumelo und vielleicht noch vielem anderen. Ich weiß nicht, was alles da ist, aber die sollten eigentlich einiges da haben. Aber können wir mal gucken? Ah, das ist die Carrie. Vielleicht können wir uns die Carrie gerade direkt mal schnappen. Hallo, guten Tag. Geht's? Ich würde gern wissen, was ihr so alles Neues habt. Neues. Wir haben komplett Dosage neu, beziehungsweise die, die es noch nicht kennen. Wir haben hier einmal Pink Bitch, das geht in Richtung Pinkman. Dann haben wir hier einmal den Kashmir Cherry, auch sehr lecker. Havana Puro, das Zigarre Vanille. Dann haben wir einen Red B Mix, der geht in Richtung Dark Side Mix. Und ich muss eben überlegen, African Queen 2. Und am Stand allgemein habt ihr Fumelo, Dosage, Nash und Blackburn. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Runde. Dankeschön. Dann sind wir einmal um den Stand rumgegangen und dann haben wir jetzt auf der Seite Brusco. Das ist, glaube ich, Tee. Ich glaube, das ist kein Tabak. Ich glaube, das ist Tee. Gibt es aber auch mit Nikotin, soweit ich weiß. Und das ist relativ neu. Aber erstmal gucken wir noch bei unseren Freunden von Hookamong vorbei. Bei Basti. Welcome to Prague. Welcome to Frankfurt. Did you change anything since we saw it in Prague? Just design a little bit. We have silver one, we have wooden one, and we have leather covered. Nice. Oh, the leather looks nice. Also Leder gibt's hinten, hier vorne ist einmal silbernes Metall, dann gibt's noch Holz und hinten, wie gesagt, Leder. Leder sieht auf jeden Fall krass aus. Ich glaube, ich nehme auch einfach mal einen Zug. But it's exactly the one that I have at home? Yeah, sure. Nice. Ich habe meine jetzt eine Woche nicht mehr geraucht oder so. Und wo ich jetzt so viel mit Kohle geraucht habe, ist instant wieder krass, wenn der Kohlegeschmack wegfällt. Also man merkt wirklich gar nicht, wie sehr man die Kohle schmeckt, bis man sie nicht mehr schmeckt. Das ist heftig. Aber wenn es genau die ist, die ich daheim habe, dann ist das natürlich relativ easy. Dann haben wir das erledigt. Ja, ich wollte mir gerade die Pfeife schnappen. Wir stehen bei Brusco. Und ich wollte gerade den Pingo Straw, an unusual tropical mix based on pulp of ripe pineapple and slightly herbaceous mango, softened by delicate aroma of sweet strawberry. Den wollte ich gerade probieren. Ich glaube, der wird nochmal angeraucht für mich. Danke sehr. Okay, ist wild. Erinnert mich ein bisschen an Fantasia. Es gab ein Pineapple von Fantasia, den fand ich auch killer. Sehr lange her. Da erinnert er mich ein bisschen dran. Aber es ist eine leckere Ananas. Nicht so eine saure Ananas. Gut, wahrscheinlich wegen den restlichen Sachen, die noch reingemixt sind. Aber ist gut. Sehr lecker. Was hast du? Karamell, oh Gott. Ja, Karamell ist leider nicht so meins. Aber ja, ihr kennt's, ne? Ich und cremige Sachen. So, wir gehen noch zu Blackburn. Ach ja, guck mal. Den können wir uns doch auch direkt noch dazu schnappen. Und dann kann er uns jetzt einmal ein bisschen was über Brusco erzählen. Das kennen wir ja noch nicht. Was ist denn Brusco? Brusco ist Hibiskusblatt. Hibiskusblatt, also kein Tabak, aber ja. Mit Nikotin. Aber mit Nikotin. Aber ja. Künstlich also hinzugefügt? Ja, genau. Wie viele Sorten gibt's? 6 Sorten, jetzt. Und die sind jetzt am Start? Ja, die sind ab gleich nach der Messe, können wir die kaufen. Stark. Und was kostet der? Ganz normal 4,50 4,50 Euro, also ein bisschen günstiger. Ja, ein bisschen günstiger, weil es ja natürlich kein
Tabak in dem Sinne ist, also ist schon ein Ersatz. Deswegen, ja, ein bisschen günstiger soll das auf jeden Fall werden. Hast du bei Blackburn auch noch was Neues? Leider kommt, wenn überhaupt, so ein kleines Rebranding von den Brands kommt, vielleicht im Sommer erst. Okay, also bei Blackburn müssen wir noch ein bisschen warten. Aber was bei euch auf jeden Fall neu ist, sind die ganzen Köpfe, ne? Ihr habt jetzt Cosmo Bowl. Ja, also wir ab der Messe sind wir der Exklusivdistributor von Cosmo Bowls. Wir haben jetzt 12 Modelle. 12? Ja. Hast du die irgendwo alle? Alle möglichen Cosmo Bowls, die es gibt. Plus bis auf, die haben insgesamt... Warte, hast du bei den 12 auch die verschiedenen von der Türkisch dann ja, so... Ja, genau, ah, okay. Genau, also das meine ich. Ich war so, hä, 12, ich kenne keine 12, was sind die anderen? Ja, genau so halt, Groot, Dragon, Predators, also ja. Das meine ich halt so. Ja. Ja, Cosmo Bowl, meine absoluten Favoriten für Merloch, ne? Freut mich. Gerade die Türkisch. Freut mich. Ja, ist riesen Hype jetzt und dann haben wir gedacht, dass wir das vielleicht gleich mit aufnehmen. Also wir kennen den Marek persönlich, haben uns kennengelernt, sehr, sehr guter Junge. Ich hoffe, du hast mit ihm schon gesprochen oder kommt er erst? Mit wem? Mit dem Cosmo Bowl, mit dem Marek, mit dem Hersteller. Nein, lass hingehen. Ja, also der dreht jetzt seinen Blog und kommt dann nachher, dann kann man mit ihm auch quatschen. Also okay, dann machen wir das die Tage. Berühmte, einer der berühmtesten Bloggers in Russland. Cosmo Bowl, Marek Cosmo und ja, der ist heute auf dem Stand und ach, drei Tage lang ist er hier auf dem Stand und präsentiert seine Köpfe dann. Sehr gut, dann schauen wir auf jeden Fall nochmal vorbei, wird dann wahrscheinlich nichts mehr fürs Video, aber dann unterhalte ich mich mal mit dem Herr Cosmo. Weiter geht's. Die Malle-Story. Ja, also es ist da so ein kleines Meme entstanden, weil ich... Zeig mal das Meme, hast du das? Es war quasi dieses Meme. Und das ist auch entstanden, weil ich am Flughafen so einen richtig leckeren Burger gegessen habe, bei einer relativ großen Kette. Und ja, dann so im Flugzeug wirklich Magenkrämpfe anfing. Ich so ungefähr 2 Stunden 20 ja, die Lavatories gebucht hatte und wirklich einfach Panik bekommen habe. Weil wenn du im Auto bist, also du kannst ja mal anhalten, mal aussteigen, ne? Aber da, du kommst da einfach nicht raus. Das war der schlimmste Flug meines Lebens. Wer hätte gedacht, dass du die Tabletten erst auf dem Rückflug brauchst? Ja, wer hätte das gedacht? Ironie des Schicksals. Haben Sie denn so Tabletten gebraucht oder ging es Ihnen Wunderbärchen? Also mir ging es Stand jetzt erstmal super. Ich hatte 8 Krämpfe, dass es kracht. Hast du vom selben Burger auch was? Nee, vom selben Laden. Ja, ja. Nee, aber es ging eigentlich tatsächlich relativ fit. Problematisch war dann eher der gestrige Tag. Weil dann als erstes mal kein Alkohol im Blut war, oder was? Ja, also die Getränkekombination zum Frühstück war schon schwierig mit Kaffee und Wasser. Normalerweise war der Wodka Kirsch dabei. Für mehr Tricks und Tipps rund um Malle, einmal reinfolgen. Wir machen auch eine Reisetour. So, da es bei Blackburn keine neuen Sorten gibt und wir die alle schon kennen, man sie aber bei uns am Stand rauchen kann, gehen wir weiter. Aber Blackburn kennt ihr. Ein weiterer Kohlehersteller, der natürlich auf der Messe nicht fehlen darf und seit Jahren mit dabei ist, Black Coco, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, kennt jeder. So, wir sind bei Nameless. Guten Tag, hey, wie läuft's? Mein Zufall. Hi, ja. Alles cool. Was habt ihr Neues dabei? Was sollten wir denn unbedingt sehen, wenn wir die News von der Shisha-Messe sehen? Ja, das haben wir ja schon bei Maxi gesehen. Ah, okay, cool. Ja, ansonsten haben wir noch 2 Darkblend-Geschmäcker dabei. Darkblend-Geschmäcker? Ja. Das weckt doch unser Interesse. Welche denn? Die verrate ich euch nicht. Wie die verrät? Komm, jetzt, nee, jetzt, stopp. Jetzt, gut. Aber dann können wir es ja jetzt offiziell machen. Was sind denn die 2 Geschmäcker? Einen musst du mir geben. Einen. Mr. Blue. Und das ist Blaubeere? Mr. Blue ist eine Mischung von Blaubeere, Schokomuffin und den Rest kann man versuchen rauszuschmecken. Dann werden wir das wohl tun. Läuft der hier schon oder kann man den nur bestellen? Nee, also nur zum Test jetzt ein bisschen was hier dabei. Kann man von dem bisschen was zum Testen hier dabei ist, was testen? Ja, müsst ihr hinsetzen, eine Shisha rauchen. Ja, da haben wir leider keine Zeit für. Ja, können wir mal dran riechen? Ja, machen wir. Na gut, wenigstens einen von 2 konnte ich rauskitzeln. Für beide hat es leider nicht gereicht. Ich gebe alles, aber einen wissen wir. Wisst ihr. Was ist jetzt was, weil du jetzt doch 2 hier hin hast? Gut, es sind 2. Das ist Mr. Blue. Okay, dann riech mal Mr. Blue. Okay, ich habe fast mehr cremig erwartet jetzt, wegen dem Muffin.
Also Blaubeere und Schokolade riecht man auf jeden Fall. Teig habe ich jetzt so in der Nase nicht. Gut, also vom Geruch da drauf jetzt zu schließen, ist halt auch immer schwer. Ja, die Schoko ist halt sehr dominant und die Blaubeere. Ja, habe ich auch gesagt. Schoko und die Blaubeere riecht man auf jeden Fall. Und das ist der andere. Das ist der andere. Also verrätst du uns jetzt doch? Ein bisschen was verrate ich euch darüber. Und zwar den Namen. Piontre. Piontre. Und wie übersetzt man das? Das kommt dann im zweiten Step. Es geht jetzt gar nicht um den Namen, es geht vielmehr, es ist noch sehr in der Testphase. Wir haben es jetzt gesagt, wir bringen es mal mit. Mr. Blue ist schon durch, das ist klar. Was riechst du da raus? Also ich habe auf jeden Fall Zitrusnoten. Ich meine, maybe noch ein kleines bisschen was Florales, aber nur so ganz bisschen. Ja. Das erinnert mich an was, aber ich komme nicht drauf. Das glaube ich dir tatsächlich. Du bist echt, weißt du, aus dir was rauszukitzeln, ist wirklich schwer, ne? Die anderen kriege ich immer rum. Aber es ist wirklich etwas, wo du bestimmt ganz gut kennst. Dann bin ich gespannt, wann die Testphase vorbei ist. Ach so, ja, dann nehmen wir das mit. So, als nächstes sind wir bei The Hookah. Vor kurzem noch genau dieses Modell hier vorgestellt. Die Terminator. Haben wir die also nicht geändert auf den Namen Aztec? Hast du das Video schon gesehen? Wann denn? Heute um 13 Uhr. Das ist ja schon vorbei, oder? Es ist 16 Uhr. Danke. Ich schaue mir das gleich mal an. Was hast du noch Neues dabei? Die ist auch neu, oder? Ja, die wollte ich auch jetzt vorstellen, habe ich gehört. Quasi die hier, die ist so mittelgroß und die hier. Die sieht clean aus. Ja, du bist ja so ein Clean Man. Das ist halt Glas in Glas. Ne? Wenn wir zwei Gläser haben. Und das Wasser halt quasi in der inneren Bowl ist und der Rauch halt quasi in der äußeren Bowl. Und wir haben halt zwei Blow-Offs, also drei Blow-Offs. In der Pfeife sind drei Blow-Offs? Ja. Also mit dem Deckel geht es nach unten. Wir haben noch die nächste Version ist. Also da umbaubar und wer umstellbar will, der muss die Terminator nehmen. Genau, genau. Also das wäre jetzt so zum Beispiel. Da haben wir also seitlich, wenn man es ablässt, halt nach oben. Ne? Ah, ja. Und bei dir haben wir einen festen Blow-Off, das heißt, das geht einfach von oben nach unten, der Rauch. Und ja. Genauer gucken wir uns das dann bestimmt noch an. Wir machen ja nur einen kleinen Rundgang. Können ja nicht drei Pfeifen reviewen auf der Messe. Gut, euer Popcorn, ne? Probier's mal. Neue Mischung. Was ist da drin? Keine Ahnung, Vanillezucker, glaube ich. Vanillezucker glaubt da. Portionchen Popcorn? Basti sagt ja. Hallo. Hi. Ich würde gerne eine Portion Popcorn nehmen. Ja, der Okta hat gesagt, das ist eine spezielle Mischung. Was ist die spezielle Mischung? Ganz viel Vanillezucker. Ganz viel Vanillezucker. Da sind wir dabei, oder Basti? Das ist nur ein kleiner Snack. Dankeschön. Guck mal, weißt du, der Kevin erzählt immer, er muss so hart arbeiten, er ist so arm dran. Dann läufst du hier vorbei und er sitzt literally auf einer Wolke. Ich hol gleich mein Auto ab, damit wir einmal zu Megis fahren, ne? Danke dir. Mit dem Jungen kann man arbeiten. Er hat gesagt, er hat getankt und sauber gemacht. Ich sag, mit ihm kann man arbeiten. Gut, Popcorn? Willst du testen? Lecker. Gut? Für mich aber ehrlich gesagt, wie jeder andere Popcorn auch. Aber gutes Popcorn. Hier haben wir noch einen weiteren Stand. Und zwar den Aladdin-Stand. Jetzt müsste ich nur den Jonas einmal da rausziehen und fragen, ob der was Neues dabei hat. Oder ob das die altbekannten Modelle sind. Also altbekannt ist jetzt auch fies, aber die bekannten Modelle von Aladdin. Hallo, Jonas. Hi Marvin. Sie haben neue Aladdin-Modelle. Unter anderem, genau. Wir haben ein paar neue Epochs-Modelle. Ja. Wollen Sie uns die zeigen? Haben Sie die hier? Ja, können wir rübergehen. Ah, ich sehe schon, da passen jetzt auch die Hydro-Smoke-Sleeves. Genau, die Hydro-Smoke-Sleeves, die passen da drauf. Ja. Die Rose und der Drache. Die Rose haben wir hier. Dann haben wir halt verschiedenste Farben bei Epochs 460. Ich weiß nicht, ob die bei der letzten Messe schon da war. Ich glaube gar nicht. Wir haben da oben noch neue Modelle, die kannst du mal... Die hattest du, glaube ich, ganz neu auf der letzten Messe, aber da warst du noch so, die kommt. Genau, die eine, die rechts. Und dann die linken, die beiden, sind neu. Ist halt einfach nur designtechnisch, ein paar andere Sachen nicht in der Funktion. Was sich aber in den letzten Monaten als absoluter Favorit bei den Leuten etabliert hat, ist die 460er in komplett schwarz. Also, das Bestseller?
ich weiß nicht, ich bin selbst überrascht, aber es ist der Wahnsinn, wie verrückt diese Pfeife läuft. Obwohl, aber die sieht auch simpel und gut aus. Ja, auf jeden Fall, sieht simpel und gut aus. Und was kostet und die? Die kostet 99,90 €, wie man es kennt. Ja. Und ja, fühlt sich geil an, sieht gut aus, ist sehr beliebt bei den Leuten. Aber sonst muss man einfach sagen, dass so innovationstechnisch bei uns nichts wirklich Neues gekommen ist. Wir haben hier den Shishamatic-Aufsatz, mit dem wir auch zusammenarbeiten, der bei den Leuten irgendwie extrem viel Interesse erzeugt. Und bin mal gespannt. Gut, die Frage ist halt, bringt das was? Hier besser verteilte Hitze, gleichmäßig verteilt, aber es verändert aber das die Welt Problem nicht. Ist, das ist immer noch ein Kamin. Ja, genau. Es wäre mal interessant, ne? Das anders zu bauen. Aber nee, es ist auf jeden Fall, ich meine, die Leute Als wollen... Als nächstes können die Jungs ja den rotierenden HMD machen. Bin gespannt. Wäre auch mal was. Ne? Gut, also grob zusammengefasst, eher Produktpflege statt Produktrevolution. Genau, das auf jeden Fall. Ja. Aber ihr wart ja auch vorher schon gut aufgestellt, von daher... Genau, ja. Genau, Tabak. Ich glaube, die drei neuen Sorten, die kamen vor einem halben Jahr, ist ja auch jetzt nicht mehr neu, aber ich denke nur an unser letztes Messegespräch und versuche demnach zu reflektieren. Aber ja, die Sachen kommen super an. Kirsche, Kimatra, Mawama, die Sachen, die du ja auch gerne ab und zu mal in dein Köpfchen machst. Ja. Und da sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Jetzt auch. Was ist deine neue Lieblingsmischung, Basti? Bapai Dinner, Real PF und Kimatra. Ja, auch Kimatra mit drin. Sehr gut. Ja. Jonas, hey, viel Spaß. Danke für den coolen Eindruck. Gute Runde. Gleichfalls. Ja. Wir sehen uns auf der Messe. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind bei Shades. Ich habe gehört, es gibt neue Sorten. Ja, wir haben einmal den Cubanera, den Zigarre-Kaffee. Den kannst du dir einmal probieren, wenn du magst. Sehr gerne. Den hattet ihr ja letztes Jahr schon auf der Messe. Aber jetzt ist er ready, sagst du? Jetzt ist er ready. Das testen wir. Ich selber sage, der ist für mich einer der geilsten Dark Blends. Genau, ohne Schleichwerbung. Und mit was mischst du den oder pur? Ich rauche den pur gerne. Ja. Na, ich probiere mal. Weißt du, was inwiefern der sich verändert hat, seit ihr den letztes Jahr auf der Messe vorgestellt habt? Ja, also wir haben jetzt ein bisschen mehr den Kaffee-Flavor reingebracht, weil er kam besser an. Aber immer noch auch gut Zigarre, ne? Ja, das muss sein. Du kannst ja nicht das andere mehr und das andere weniger machen, ne? Dann musst du die gute Mitte finden am Ende, die goldene Mitte. Aber ich finde, die Mitte zwischen Zigarre und Kaffee ist auf jeden Fall da. Freut mich. Es ist halt jetzt ein Jahr her, dass ich den probiert habe, ne, auf der Messe. Ich wüsste jetzt nicht, wie er sich verändert hat, aber gut, ist zu lange her. Was sagst du dazu zum Tabak? Findest du den gut? Also ich kann Zigarre Vanille oder Zigarre Kaffee oder diese ganzen Flavor in die Richtung wirklich nur selten rauchen. Aber ich glaube, jeder, der lange, lange in der Shisha-Szene ist, hat damals vielleicht den Hype um Alfacha Zigarre Vanille mitbekommen. Und das sind halt schon geile Throwbacks in diese Zeit. Also ist wild, aber bei mir, ich glaube nicht, dass ich den häufiger als ein, zweimal im Monat rauchen würde. Das ist ja wie Doppelapfel. Du hast es oder du liebst es. Ich mag es aber eben nur selten. Ich auch, deswegen. Gut, danke fürs Zeigen. Hey Marvin, immer gerne und ich hoffe bald wieder im Gym, können wir wieder zusammen trainieren irgendwann mal. Brusttag. Ja. So, wir sind bei Aino. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen hier bei Aino. Und Sie haben ja viele neue Sachen auf der Messe dabei, richtig? So einige tolle Neuigkeiten und Überraschungen. Lasst uns direkt zur Sache kommen. Ja. Wir stellen heute Aino Dark vor. Aino ist allen ein Begriff. Wir stehen für Qualität, wir haben eine vielfältige Auswahl. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde. Es gibt ab sofort einen Dark Blend von uns. Wir verwenden hier einen reinen Burley Blend. Dieser sieht vom Schnitt her so aus. Also wir haben hier einen mittleren bis feinen Schnitt. Optimal eingezogene Feuchtigkeit. Vom Nikotingehalt liegen wir auf einer guten, moderaten Ebene. Auf mehr Hitze performt er stärker, weniger entspannter. Wir haben zwei unserer bestehenden Virginia-Sorten in der Dark-Serie übernommen, nämlich Dark OH und Black. Zudem gibt es vier weitere neue Sorten, die ihr hier auch sehen könnt. Also exklusiv für den Dark Blend neu dazugekommen. Exklusiv für den Dark Blend gibt es dann eine pure Kirsche, eine pure Grapefruit, eine pure Mandarine. Die Sorten könnt ihr ideal zum Mixen verwenden und einen richtig, richtig heftigen Schocker, nämlich Granatapfel, Rose, Eis. Rose. Das ist wirklich dein persönlicher Favorit, ne? Ich feiere den. Die Rose schreckt vielleicht ab, aber wenn man einmal sich daran getraut hat, wird man merken, dass sie überhaupt nicht blumig, seifig, künstlich ist, sondern genau das abliefert, was soll. Eine florale Note zu einem sehr intensiv kernig, fruchtigen Granatapfel. Ja, und ich muss auch sagen, die Rose ist jetzt nicht so geisteskrank intensiv, dass sie stören würde. Ja. Wo, ne, bei mir wäre das so, bei einer Rose wäre es für mich wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig, aber bei dem geht's klar. Wir hatten das ja, wir haben mit dem Marvin zusammen alle Samples, alle Prototypen geraucht. Wir haben uns das im Omera mit dem Ümit. Mit dem Ümit im Omera alles geraucht,
alles absegnen lassen. Black und Dark, oha, dazu, ich glaube, muss man dazu was sagen? Also wer Black Ice liebt, wird auch Black lieben. Genau so ist das. Also probiert es definitiv mal aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Zum Beispiel bei uns am Stand. Bekanntlichermaßen kommt das Beste ja zum Schluss. Und deswegen sind wir jetzt noch bei Aeon, Viro, Nevo, die Aeon Group, Memo. Einen wunderschönen guten Tag. Einen herzlichen Tag. Schön, dass ihr herzlichen Dank. Ihr habt ja eventuell da was besonders Neues, wo, glaube ich, viele Leute hype drauf sind. Ja, wir haben es zeitnah geschafft. Es ist endlich da. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass die Memes jetzt aufhören? Es war schon geil, die Zeit. Die Memes waren wirklich spitze. Es war, hat schon Spaß gemacht, aber es fällt ein Riesenstein vom Herzen, muss ich sagen, ja. Glaube ich, da war auf jeden Fall Druck da. Das musste endlich sein. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal alles andere an, was ihr da habt. Und dann zum Schluss die Edition 5. Perfekt, machen wir so. Was haben wir denn als erstes? Unser Viro-Produktportfolio ist natürlich auch am Start. Angefangen bei den Viro Ones in verschiedenen Ausführungen. Wir haben einmal noch die Evoke, unsere Vierschlauch-Shisha, wo man auch entlüften kann. Jetzt neu ins Produktportfolio gekommen ist das Ganze in klein, die Evoke Mini. Auch in Frozen und Clear, Penta, Spectre, auch in groß mit dem Extension-Kit und diverser. Sehr, sehr nice. Die Evoke Mini, by the way, meine neue Lieblingsempfehlung, was kleine Vierschlauchpfeifen angeht. Weil für den Preis 135, ne? Genau, 135 Euro. Ist eine Shisha mit vielen Features, mit vier Anschlüssen. Ist auch in der Preisregion super, würde ich sagen. Sind wir beim nächsten Bereich, dem Nevo-Bereich, unserem elektrischen HMD. Der Kollege Timo ist auch schon mit am Start. Kann uns da auch ein bisschen mehr drüber erzählen. Auch die technischen Raffinessen, die hinten dran stecken. Und ja, ich glaube, zum ersten Prototypen, den wir vor einem Jahr auf der Messe hatten, hat sich doch schon einiges getan, würde ich sagen. Ja, ich würde mal sagen, im Grunde hat sich eigentlich an dem Produkt, außer grob an dem Controller, den du ja, glaube ich, auch schon kanntest, eigentlich alles geändert. Also wir haben mittlerweile einen Edelstahl-HMD. Wir haben als erstes haben wir nämlich gemerkt, dass Edelstahl tatsächlich für unsere Anwendung besser geeignet ist mit dem, was unser Heizelement macht. Des Weiteren ist natürlich die Reinigung von einem vernünftigen Edelstahl-HMD deutlich einfacher. Das Wichtigste für die Leute. Habt ihr einen ungefähren Preis? Wir haben sogar einen genauen Preis. Habt ihr auch ein genaues Release-Datum? Ab jetzt Messe kann gepreordert werden. Wild. Und wir haben eine ungefähre Vorlaufzeit von 2 Monaten. Die Teile sind schon alle fertig produziert. Das Einzige, was halt jetzt wirklich noch gemacht werden muss, ist die Feinabstimmung von Software. Und was kostet? 2,50. Okay, ja. War ja gesagt, ne, zwischen 200 und 300 Euro hatte der ja ungefähr geplant. 250 Euro, again, wenn du dir überlegst, wie viel Kohle du sparst, ist echt okay. Ich bin gespannt. Endlich eine finale Version, Timo. Wie lange haben wir das Ding getestet? Also ich seit 5 Jahren mittlerweile und ich glaube, das erste Mal, dass wir uns beide getroffen haben, war ja sogar noch bevor ich bei Ian dazugekommen bin. Also das war vor 2 Jahren, 2,5 Jahren ungefähr. Eine lange, lange Zeit, aber gut Ding braucht Weile. Und speaking of gut Ding braucht Weile, Edition 5. Es ist endlich soweit. Komm, wir gucken uns die an. Ich habe auch noch nicht die finale Version gesehen. Ich habe bei euch ab und zu mal einen Prototyp gesehen, aber ich weiß nicht, welche Feature jetzt reingekommen sind, was sie alles kann und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, du zeigst uns die einmal im Schnelldurchlauf, aber wir werden auch noch direkt im Anschluss einen Ersteindruck Edition 5 hier auf der Messe drehen, wo wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Hier erstmal der kurze Ersteindruck. So, hier stehen die Schätze schon vor uns. Basti, du kannst ja gerne mal drauf filmen. Und Mo, erzähl uns doch mal was. Aber das Erste, was mir schon mal auffällt, ist die kantigere, modernere Form und die wunderschönen Pastell-Bowl-Farben. Holy shit. Ja, die Bowls, da haben wir auch lange, lange Zeit gesampelt. Ich glaube, da hatte ich 3 Sample-Bowls oder beziehungsweise Chargen, wo wir die Farben abgestimmt haben, bis es wirklich so ist, dass wir ja, die Bowls jetzt auch in kürzester Zeit lieben gelernt haben. Wir haben 4 Farben. Slate, Dune, Mint und Rose. Also ich glaube, für mich ist es 100%ig Mint, maybe auch Slate. Ich finde, die. Wir haben zu Hause bei uns geshootet mit der Deko, das sah auch in dem Ton. Riesenfan von den neuen Bowls. Ich hoffe, sie gefallen euch auch so gut wie dem Team. Ja. Und Edition 5 von Grund auf, wir haben 3 Versionen. Okay. Wir haben einmal die Lounge. Das ist im Prinzip die Edition 4 Lounge überarbeitet. Wir haben das kantige Design,
Wir haben unten den Diffusor direkt dabei. Unter dem Schliff kann ein Adapter befestigt werden, der wiederum mit der Rauchsäule verschraubt werden kann. Also du kannst es aussuchen. Du kannst es dir aussuchen, okay, genau. Perfekt. Wir haben den Teller nochmal überarbeitet, natürlich auch optisch, wie man sehen kann, und ein bisschen dicker. Das Ganze fühlt sich jetzt extrem massiv an. Krass. Preislich bleibt ihr auch bei demselben Preis wie die Edition 4 Lounge. Das Ganze haben wir auch bei der Lounge Plus Variante, weil du hier die Features verbaut hast. Das ist die schlichte Lounge. Wenn okay. jemand sagt, ich brauche diese ganzen Spielereien nicht, ja. ich will einfach nur eine schöne Pfeife, wo man schön mit rauchen kann, perfekt. Dann haben wir die Lounge Plus. Wir haben einen überarbeiteten Diffusor verbaut. Was auch noch dazu kommt, ist, das Tauchrohr ist jetzt zur Hälfte teilbar. Was kostet die Plus? Die Plus kostet 330. 330, also da ist schon ein bisschen was draufgekommen. Hä? Was ist das? Molassefänger, der hält für einen, ich habe den mit einem Must-Have-Kopf im Mehrlochkopf getestet. Und das Ganze wird einfach hier reingeschraubt. In den Schliffanschluss vom Kopfadapter. Und das Ganze kann dann einfach wieder reingesteckt werden. Und das hat dir für einen Must-Have-Kopf gereicht? Das hat mir für einen Must-Have-Kopf gereicht zu Hause. Krass. Blow-Off-Verstellung? Blow-Off-Verstellung. Und zwar bei den Plus-Varianten, bei der Premium, bei der Lounge, kannst du hier an der Krone drehen. Wild. Wie viele habt ihr? Wir haben unten zwei Stück. Wir haben das Ganze wirklich sehr, sehr minimal gehalten. Einmal horizontal von unten nach oben. Und einmal horizontal zur Seite durch die kleinen Löcher, die hier unten angebaut sind. Und wenn man den ein bisschen anhebt, kann man den Ring hier unten drunter noch switchen. Und ah, dann ja. würde... Und der sitzt da aber einfach nur drauf? Genau. Okay, der aber der fetzt doch nicht weg. Zusätzlich zu den anderen Blow-Offs entweder am Teller oder den halt komplett weg. Okay, das heißt, wir haben einen neuen Diffusor, ein teilbares Tauchrohr. Wir haben Blow-Off-Verstellung. Wir haben den Molassefänger. Wir haben den Schliff, der aber auch gleichzeitig kein Schliff sein kann, wenn man möchte. Und wir haben drei Modelle. Die Lounge, wie heißt die? Einfach nur Lounge? Lounge? Also wir haben die ganz, ganz schlichte Shisha, die, das ist die Edition 5 Lounge. Einfach Lounge, und dann Lounge Plus. Features, Lounge Plus und die Premium Plus. Okay, aber bei der Premium gibt es, bei der Premium gibt es nur eine Premium Plus. Genau. Und gibt es bei der Premium auch keine Basic und so mehr? Das gibt es nicht mehr. Das APS-System haben wir natürlich auch überarbeitet, was natürlich auch ist, was ich noch gar nicht gesagt habe. Wir haben hier ein Sleeve-System, das heißt... Oh, instant. Das heißt, wenn du hinter Ja gut, ist ja dumm, wenn ihr oben einen Blow-Off habt, muss das ja so sein. Genau, weil wir haben auch schon in unserer Vitrine, zeigen wir den Kunden auf der Messe, was noch so alles geplant ist, was wir noch im Kopf haben. Und da, gerade passend zu den neuen Pastellfarben, ist natürlich das Ledersleeve. Junge. Wenn du jetzt die Shisha anmachst und den Kopf noch nicht angeraucht hast, da noch nicht Molasse runtergelaufen ist, Kondenswasser, dann kannst du dieses Schlauchendstück mit Magnet nehmen und kannst die Kugel nehmen. Alter. Und verstellen. Und habt ihr drei verschiedene Einstellungen, oder was? Genau. Du kannst entweder das kleine blocken oder das große blocken oder keins blocken. Das ist die Verminderung vom Durchzug. Darf ich mal probieren? Extrem. Und dann kannst du die einfach so verstellen. Das ist ja wild. Geil. Das heißt, ich kann jetzt literally sagen, jetzt rauche ich einen Funnel, dann will ich guten Durchzug haben. Ah, jetzt habe ich mir ein Mehrloch gebaut, da will ich ein bisschen strengeren Durchzug. Oh, das war mir zu streng, bisschen streng. Geil. Ich würde sagen, wir warten, bis eure Pfeifchen wieder ready sind. Yes. Schön, dass du uns das hier geblockt hast, dass wir uns die angucken konnten. Und dann kommen wir nochmal zum Rauchen. Weil der erste Eindruck kann ja nicht komplett sein, ohne dass wir mal ein paar Züge davon nehmen und mal die Feature ausprobieren. Yes. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke fürs Einladen. Viel Spaß auf der Messe. Viel Spaß noch. Dankeschön. Sayonara. So, wir sind stundenlang über die Messe gerannt, haben alles Mögliche für euch gefilmt. Ich hoffe, die ganzen Aufnahmen haben euch gefallen. Ich hoffe, wir haben euch wahrscheinlich nicht alles gezeigt. Wir haben versucht, so viel wie geht mit ins Video zu nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr kommt noch auf die Messe und an den SWG-Stand. Tschüss.